Ja, jetzt läuft's. Gut, jetzt müsste es laufen. Es ist also immer alles perfekt. Das ist dieses große Spiel mit der Zeit, wo ich sage, es nützt nichts, wenn du das begreifst, sondern das muss ganz tief sitzen. Wenn du jetzt die anschaust, wissenschaftlichen Erklärungen mit dem Zeit, mit dem Beobachtereffekt, man macht immer den Fehler, dass man sich die Zeit als eine Spanne vorstellt, wo ich sage, jeder Punkt ist ja jetzt. Das ist immer so eine Sache. Alles, was passiert, kann immer bloß heute passieren. Ich kann heute an morgen denken und an gestern denken oder das noch weiter aufspannen, aber ich denke es heute. Aber jeden Moment heute denke ich jetzt. Was jetzt die Physik macht, immer daran denken, wo ich sage, die Enden einer Dimension verbinden sich auf einer höheren Dimension. Man macht jetzt den Fehler, dass man hier in die Vergangenheit einen Urknall setzt, in dem sich alles befunden hat, der jetzt sich ausdehnt und dann angeblich wieder zurückfällt. Diese Berechnungen. Und die Schwierigkeit ist, es dehnt sich nicht aus, jetzt habe ich schon wieder Zeit und es fällt zurück, sondern ich habe einen Anfang, das ist das Nichts, und ich habe dieses unendliche Ende, das ist alles. Und das verbinden wir jetzt auf der nächsthöheren Dimension, das Nichts und das Alles fällt in einem Punkt zusammen. Und wenn du den Kreis nimmst, jeder Punkt ist jetzt. Wenn du das einmal verstanden hast, wirst du begreifen, dass alles ewig ist. Und jetzt ist immer wieder, wenn wir von einem Beobachter sprechen, ist es wie wenn du von einem Geist oder von Gott denkst. Ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf von dem, der sich den ausdenkt. Und genauso ist es mit einem ausgedachten Beobachter. Aber der, der sich das ausdenkt, ist auch der Beobachter. Und jetzt wird es natürlich interessant, jetzt tue ich mal ganz kurz den Bildschirm übertragen. Kleinen Moment. Dann mache ich jetzt erst einmal den hier. Kleinen Moment, da muss ich jetzt hier mir. So. Kleinen Moment. Dauert ein bisschen. Dahin beginnen. Das ist also, wenn wir jetzt den Beobachter nehmen, das Beobachten, das Wort vom Beobachten. Das heißt, das einmal im Ob. Und jetzt wird es interessant. Wir können da ganz kurz einmal, vielleicht ist es noch da. Ob eins, zwei, zwei, das Beobachten, jemanden etwas in seinem Tun zu einem bestimmten Zweck heimlich betrachten. Jemand oder etwas. Das ist erst einmal ganz interessant. Das Et ist ja unsere augenblickliche Erscheinung, die wird doppelt aufgespannt. Das ist immer etwas. Etwas, was du beobachtest, ist immer dieses doppelt aufgespannte. Das ist der erste Schritt. Jemanden ist es mehr, Ja. das symbolische ist El Hayom und es wird zu einer geöffneten Existenz. Urteile. Du kannst jetzt das Yom, das ist einmal in seinem Zweck, das heißt, die Geburt von einem doppelt aufgespannten Eck. Merkst du unsere Physik? Und dann haben wir Hayom wieder, das Meer ist das Licht des Ich. Ja. Dieses rote Licht des Ich, das ist die Lampe im Projektor, die verändert sich nicht. Egal, welche Datei, welchen Film du abspielst, das ist die nächste Stufe und aus dem Film entspringen dann die einzelnen flackernden Bilder und jedes Bild ist jetzt, jeder Moment ist immer jetzt. Jetzt wird es interessant, dass dieses Beobachten, wenn wir jetzt in die Etymologie reingehen, das heißt, es kommt jetzt immer zuerst auf das Ob 1 und das Ob 2, wegen aufgrund, und jetzt gehe ich da mal nochmal zu die 2 Ob, und pass mal auf, was da jetzt passiert. Das heißt erst einmal aufgrund von oder wegen. Sei mir ob diese Worte nicht böse. Altes Deutsch. Und jetzt machen wir einfach mal die Spielmeergänge in unseren Gematrie-Explorer rein. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten für ob. Das eine ob ist erst einmal ab. Das O als Oin. Denk an Osen. Das O wird ja auch mit alle vorne geschrieben. Da wissen wir, das ist zum einen erst einmal der Vater und dann heißt es aufblühen. Okay, das Aufblühen, das Aufknospen vom Vater. Der Vater wiederum, ich bleibe mal bei den AB, haben wir zwei Möglichkeiten. Das F, wir können jetzt den Vater lesen als PDR, das heißt, das Wissen wird zu einer gespiegelten Berechnung, das kann ich Vater lesen. Dann habe ich zuerst nochmal die Eröffnung, den Beginn von allem. Ich schalte dich jetzt gleich schnell dazu, warte mal einen kleinen Moment. Ja. So, ich mache da gleich einfach mal weiter. Die wird schon gleich kommen. So, jetzt grüß dich, alles schön, einfach zuhören. Der Vater ist die Eröffnung, das ist die Befreiung, das heißt, kann ich Vater lesen, das ist
immer das Rot-Blau lesen. Wissen ist die Spiegelung einer Berechnung. Du hast immer die zwei Seiten. Rot gelesen, die Weisheit. Ist das 9? Das 9-Sein, das ist die rote 9, ist ja der Spiegel, wo ich erklärt habe im letzten Selbstgespräch, den du eigentlich nie beachtest. Der Rai ist der Kopf des Schöpfergottes. Ja, genau. Gut. Das ist also mal hier die Erstgeburt, die Eröffnung. Kann ich den Vater lesen? Immer dran denken, wir sind hier bei Ob, Ab. Und dann kann man das natürlich auch mit einem TAF lesen. Und dann macht es richtig Sinn. Das heißt jetzt nämlich etwas auslegen, aus sich herauslegen. Wenn was aufblüht, lege ich etwas aus mir hinaus. Ich löse etwas von mir. Das kann ich natürlich auch Beda lesen. Das heißt Deuten und Auslegen eines Traums. Das kann bloß der, der träumt. Eine Figur in einem Traum wird niemals den eigenen Traum in irgendeiner Form erklären können. Das ist das erste Ob, als abgelesen. Das zweite Ob ist mit 70 gelesen, das kann man auch ablesen. Da kriegst du jetzt erst einmal einen Balken, das heißt in Gott ist Ken. Da wissen wir, Ken wiederum hebraisiert heißt Fundament, die Facette einer Welle, Mentio, die ich über mich drüber lege und dann die Lügen verbreite. Genau. Aber zigfach durch muss ich dann bloß Ken eingeben. Ja. Dann ist es ganz interessant. Das ist dann das erste Mal auch, weil das übersetzt als eine Wolke. Genau. Das, wenn ich das all mit 70 lesen tue, dann habe ich auch das Joch. Das ist praktisch das hochgehobene Joch, ist ein doppelt aufgespanntes Joch. Dann heißt es hier, und dein aufgespanntes Joch. Ja. Du, dein aufgespanntes Joch. Ja. Interessant ist, dass das auch die Schwelle ist. Das ist eine logisch aufgespannte Welle. Ja. Du merkst jetzt, wir sind bei dem Ob. Wir sind bei Ob 1. In der Etymologie, die zwei Ob heißt das einmal das öfter auf wegen, aufgrund von und heute. Haben wir gerade gehabt. Ungebräuchlich, heute ungebräuchlich, weil das Wort wird nicht mehr benutzt. Es ist in Vergessenheit geraten, was natürlich, sobald ich diese Worte spreche, man schon wieder an der Vergangenheit denkt, wo man das noch wusste. Aber es ist keine Vergangenheit, sondern eine tiefere Schicht. Du bist so oberflächlich mittlerweile in all deinen Auslegungen, die du dir aus dir herausdenkst, die du vor dich hinstellst, um dich rumdenkst, dass du das vergessen hast. Ich kann auch immer wieder das OB ist jetzt unser Zeichen, unser augenblickliches Kreisen, wenn man das im Hintergrund hat. Okay? Jetzt ist es hier, als 2 heißt es auch noch über, da haben wir wieder schwingend über mir Polar erweckt. Dann haben wir ab 2. Die bis in die Gegenwart indirekte Frage in älteren Zeiten auch konditional, wenn, falls, wenn auch, obwohl. Können wir wieder, da ist ein Zelt übrigens mit drin, da haben wir dann die Schatten doppelt aufgespannt, wohl, ahol. Du bist dabei, Redo, ne? Ja, klar. Das ist also hier, wenn du das merkst, dass das im Beobachter, und jetzt haben wir dieses Ob, 8, die 8 ist die weibliche 1 und die erweckt alles. Das ist der Beobachter. Ja. In diesem Vater, der aufblüht, der Erstbeginn ist, ich mache jetzt nur die Sätze zu einem großen Kontext, das ist der Beobachter. Und der Beobachter ist letzten Endes, was nicht gedacht werden, das gedacht werden kann, aber es kann als Ding an sich in keinster Weise in Erscheinung treten. Veto. Außer ich schreibe es auf ein Blatt Papier. Dann ist es aber schon wieder was Ausgedachtes. Genau. Ich sage immer, die Vatersprache ist so präzise und es interessiert letzten Endes keinen, den du dir ausdenkst, es muss das dann mal dich interessieren. Mhm. Da kannst du dann so viel über die imaginäre Zeit lesen, wenn ich immer die Physiker nehme. Das wird eigentlich alles erklärt, das stimmt alles, es nimmt bloß keiner für voll. Das ist so zwanghaft, dieses Denken, dieses raumzeitliche Denken, dieser Glaube. Darum wiederhole ich immer dieselben Sätze, das musst du machen, du musst ich werden. Solange ich in dem Wahn lebe, dass ich jetzt was denke und ich glaube, ich habe mit dem, was ich denke, nichts zu tun, egal an was ich denke, es ist, weil ich es denke. Ich bleibe jetzt nur in dem feinstofflichen Gedankenbereich. Und mit den 4 Stufen der Vergessenheit wirst du feststellen, dass wenn du das jetzt sinnlich wahrgenommen, als sogenannte sinnlich wahrgenommene Information wahrnehmen tust, ändert sich an der Tatsache überhaupt nichts. Bloß durch die 4 Stufen der Vergessenheit, die wir tausendmal durchgekaut haben, lehnst du das vollkommen ab, dass wenn du jetzt auf deine VR-Brille, wie ich das nenne, schau, das ist ja nur auch eine Information, eine sinnlich wahrgenommene Information und man muss nur begreifen, von da außen kommt nichts. Drum dreht und steht alles mit den ersten 2 Geboten.
Es hat nichts mit einer klassischen Religion zu tun. Mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst, weil du als Adam, das heißt als träumender Geist, irgendwie Körper, denke und ausgedachtes in einer vereinfachten Form, diese Kombination ist ein träumender Geist und dieser Adam ist nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Ja. Im Ebenbild, Bezelem. Das heißt in seinen eigenen Schatten. Bezelem. In ihrem Schatten, das M hinten heißt ja dann hier, mal was ich Geistesfunk nenne. Das heißt, jeder meiner Geistesfunk ist eine Facette von mir, die aber nur in seinen eigenen Schatten lebt. Du bist das Zentrum der Schatten, die du um dich herum, dieses Zelt des Geburt von Licht. Wobei das eigentliche Licht am Anfang, die Lampe im Projektor, ja nie in Erscheinung treten kann. Wir können ja jetzt einen Film laufen lassen, wo auf der Leinwand ein Projektor auftritt mit einer Projektorlampe. Das ist aber nur symbolisch für diese Lampe, die wir uns jetzt wieder denken, die als Ding an sich nie in Erscheinung treten kann. So wie du als Geist, egal was du machst, immer wieder derselbe Satz. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht in dir eine Information auf. Ein Körpergefühl, du kannst dich jetzt jugendlich denken, du kannst dich älter denken, aber das sind Informationen. Und sobald du an was anderes denkst, bist du immer noch derselbe Geist. Das ist die Lampe im Projektor. Egal welches Bild. Ich kann jetzt einen Projektor, die Funktion eines Projektors auf der Leinwand projizieren, dann sehe ich das. Und sobald andere Bilder kommen, ändert es nichts an der Lampe, die das projiziert. Genau. Rot geschrieben natürlich. Das ist alles hundertprozentig sicher und es hebt alles aus den Angeln, was deine Menschheit, die du dir ausdenkst, das Wissen, den Schwamminhalt, den du hast, was du bisher geglaubt hast. Die Philosophie, die Physik, die Naturwissenschaft, alles wird nichtig, weil das letztendlich nur Konstruktprogramme sind von Wissen. Und das Wissen konntest du dir nicht raussuchen. Es gibt unendlich viel Wissen. Und dann sitzt du da, wie bestellt und nicht abgeholt als Brüssel, der du noch zu sein glaubst. Und da wirst du feststellen, wenn ich immer wieder sage, Erscheinungen als Dinge an sich, die in dir auftauchen, sind immer nur für einen Mom-Endor. Darum ist das Mom ja ein Fehler. Das sind zwei Gestaltwertungen und du siehst immer nur die eine Seite und die andere kommt dann zwanghaft. Darum ist eigentlich das Geistlose dabei, einseitige Ziele anzustreben. Egal für welche einseitig du kämpfst. Wenn ich immer sage, wenn du gesund sein willst, wirst du nicht krank sein. Wenn du jetzt zurückblätterst in deinem Lebensbuch und du hörst dir all die Selbstgespräche vor 20 Jahren an, wenn ich immer wieder sage, die Bärchen, ich sage immer wieder, dieser schöne Satz, frag einmal am Bauern, was wichtig ist, Sonnenschein oder Regen. Das ist eine extrem geistlose, dumme Frage. Wenn ich jetzt aber sage, Krieg und Frieden, was du feststellen wollen, alle den Frieden, das ist wie nur Sonnenschein haben, dann hast du keine Veränderung. Das Selbstgespräch in der Apokalypse beginnt, geistiges Wachstum ist ständige Gestaltveränderung. Jetzt denkst du dir wieder einen Menschenkörper aus, der vom Säugling bis zum Greis sich verändert und du setzt halt wieder einen Anfang und ein Ende. Ich könnte sagen, du kommst aus nichts und du gehst in das alles, aber das Ganze wiederum passiert jeden Moment immer jetzt. Das ändert nichts an dem, der sich das jetzt ausdenkt. Wenn du dir jetzt in Schritten, schon wenn ich jetzt erspreche, ein Säugling kommt auf die Welt, der entsteht in dem Moment, wo ich an den Säugling denke. Genau. Der löst sich dann auf, sobald ich an das Schulkind denke. Dieser Gedanke, die Information löst sich auf, wenn ich an den Erwachsenen denke. Der Kreis löst sich auf, wenn ich an den Kreis, nicht mehr an den Kreis denke, so rum. Ja. Dann meine ich, und jetzt schreibt mir meine Logik vor, und dann gibt es mir nicht mehr, weil ich mich mit dem Gedanken verwechsel. Genau. Ja. Sobald du das Programm veränderst, wird es alles ganz anders. Du musst nur das Programm verändern. Und du hängst halt in einer Tretmühle drin mit einseitigen Wünschen. Und dann haben wir eben das mal, das, was wir noch chronologisch denken, dass du immer begreifen musst, dass es gleichzeitig ist. Das heißt definitiv, wenn ich immer wieder sage, umso kranker du bist, umso gesunder bist du eigentlich. Weil dieses krank und das gesund eigentlich die zwei Seiten sind, wie der Kreis und Dreieck zu einem Kegel wird, das was vollkommen Neues ist. Das ist der Zustand der Heiligkeit, des Heilseins, der Heilige Geist. Und um dich herum hast du nur Spiegelbilder, einseitige Spiegelungen von deinem momentanen Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und sobald jetzt ein Intellekt in dir auftaucht, das ist natürlich, wie kann ich ein Intellekt beschreiben? Ich sage immer wieder, das ist wie ein Programm. Das ist etwas, was weder rot noch blau ist. In unserer Sprache. Es ist weder eine ewig, ein Programm ist nicht ewig, das ist nicht rot. Alles, was ewig ist, ist nicht denkbar, weil sobald du was denkst, beginnt was in dir zu existieren.
Es taucht was in dir auf, das mit dem nächsten Gedanken zerstört wird. Und alles, was ich als Information wahrnehmen kann, alles Existierende, das machen wir blau immer, dieses Kraftvoll, ist letztendlich vergänglich. Ein Programm ist jetzt weder rot noch blau. Nein, es ist ein Zwischending, ja. Es ist nicht ewig, es ist aber auch nicht vergänglich. Nein. Es ist nicht denkbar. Das heißt, das Denkbare, was ich mir vorstellen kann, darum wiederhole ich das immer wieder, was ist ein Programm? An was denkst du, wenn du an ein Programm denkst? Egal an was du jetzt denkst, das ist nicht das Programm. Du kannst wissen, was ein Programm ist. Das ist ein Regelsystem zum Beispiel. Ja. Mit Daten mit drinnen. Mhm. Das ist ein Chat. Ja. Das ist wie wenn ich sage, du kannst jetzt an das Wort Stadt denken, aber du kannst dir kein Bild davon machen. Ja, genau. Es gibt nichts, was du bei dem Wort Stadt als Kollektion betrachtet, sobald du ein Bild machst, hast du es nicht mehr mit der Stadt zu tun. Was ist eine Stadt? Straße, Häuser, Menschen? Ja. Selbst schon das Wort Menschen ist noch kein Bild. Ja. Das Wort Häuser ist auch noch kein Bild. Das Wort Haus ist auch noch kein Bild. Und sobald du dir jetzt ein Haus vorstellst, bildlich, merkst du, du gehst immer, du selektierst dich immer, Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion, bis du dann auf der Ebene der Bilder bist. Ja. Und das Verstehen kann nur Geist. Das ist das Einzige, was man machen muss. Und was muss ich dann tun? Zuerst einmal das Verstehen. Und dann merkst du diese Streitereien um Standpunkte. Jetzt der Faschismus. Nein. Das ist so unendlich. Und wo du dann auch wieder Videos dir anschauen kannst, was bedeutet Faschismus? Und da merkst du schon wieder die Einseitigkeit. Ja. Denk an zum Beispiel hier mit dem Grönemeyer, mit dieser faschistischen Rede. Wo dann die Rechtfertige der Song, es ist nicht interessant, wie man sagt, sondern wichtig ist, über was geredet wird. Ja, ja. Aber ist rechtsradikaler Faschismus oder linksradikaler Faschismus? Faschismus ist erst einmal ein Bund, ein Bündel, wenn du gehst, wenn man das einmal logisch nachschaut. Aber was eigentlich jetzt, um in einfachen Worten auszudrücken, es ist eine Gemeinschaft, die hier meint, sie hätte Recht. Die ihr Recht intronisieren will. Das heißt, nichts ist faschistischer zur Zeit, wie diese offiziellen Meinungen, die du über die Massenmedien eingebläht bekommst. Rechts ist schlecht. Ja. Ja, klar. Da kann man so viel reden, sobald du hier Diskussionen, dann wird immer wieder gerechtfertigt, dass ich irgendwas nicht haben will, auch jetzt die Hater zum Beispiel, dass diese Hasskultur, die wir mittlerweile haben, gegen alles, was mir unlogisch erscheint, das soll dich als Beobachter darauf hinweisen, wo ordne ich mich noch ein? Mhm. Solange du dich noch in irgendeiner Perspektive einordnest, hast du die höhere Ebene deines Geistes nicht erreicht. Du musst ein vollkommen wertfreies Sehen bekommen. Das ist der Zustand, dass ich über der Tasse bin und egal was einer behauptet, sage ich, der hat recht. Genau. Mein Kabelsteckerbeispiel. Ja. Ich muss eine Kollektion verstanden haben. Was ist die Kollektion Politik? Die Politik ist die Tasse. Was ist die Kollektion Religion? Das sind die Perspektiven, sind alle Religionen. Und sobald ich mir eine Perspektive nehme, stelle ich fest, das ist schon wieder Kollektion, wenn ich das Christentum nehme. Schau mal diese vielen christlichen Strömungen an. Was alle gemeinsam haben, diese ausgedachten Brüssel, was dir auffällt, sie plappern irgendein angelesenes oder anerzogenes Wissen nach. Wie wäre es nochmal mit selber denken? Einfach mal die Frage stellen, was bin ich? Die Menschen denken nochmal selber, was soll ich selber denken? Ich kann doch im Internet nachschauen. Nein. Jetzt mache ich wieder einen Satz vom Udo, hat der Udo vor 30 Jahren gesagt. Das Internet weiß auf jede Frage Antworten. Aber das Problem ist nicht nur eine, sondern tausend verschiedene. Mhm. Darum sind die Sätze so grundlegend, wenn ich sage, egal welche Seite du mir als Argument oder Beweis zeigst, ich zeige dir zum selben Thema zig Seiten, wo es genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Warum bist du dir sicher, dass das richtig ist? Und die plappern doch alle bloß noch. Jetzt mit Klima. Das Hauptproblem ist, mach dir kein Bild von irgendwas dort oben im Himmel. Da gibt es kein heliozentrisches Weltbild, wenn du dir das nicht ausdenkst. Ja. Dann ist das alles vom Tisch. So einfach. Und über Politik als Ding an sich müssen wir nicht reden. Das ist keine Kritik. Immer dran denken, ich sage alles, ich verfüge über das Bewusstsein, dass mir klar ist, dass alles, was ich denke, nur deshalb ist, weil ich jetzt denke und es ist genauso, wie ich es denke. Bist du schon ich? Okay. Jetzt mit dem Trick des träumenden Geistes muss dir klar sein, wenn du dich jetzt als träumenden Geist setzt, dass du dir überhaupt nicht raussuchen kannst, wie du denkst, was du denkst, wie du reagierst, auf einfach gesprochen, was du träumst. Du hast keinen Einfluss drauf. Absolut. Ja. Absolut.
Aber jetzt haben wir schon wieder Polarität. Einen Geist, einen ausgedachten Geist, der sich selbst als einen träumenden Geist denkt. Dann wird dir das bewusst. Aber der natürlich dieser, der sich jetzt den träumenden Geist ausdenkt, ist in dem Moment ja auch schon wieder was von dir ausgedacht ist. Das heißt, so kommst du in diese Richtung, dass du dich komplex aus dieser Vielheit nicht heraushebst, sondern in das Zentrum setzt. Damit wird alles erklärt, egal was du denkst, was du magst, und die Sprache beweist es bis ins Detail, die Vordersprache. Es ist nicht für deine Welt, es ist für dich zum Wachwerden. Als träumender Geist kannst du nochmal sterben. Kategorie 2, einseitige Aussage. SDR. Im Gegenteil, du wirst von Augenblick zu Augenblick raumzeitliche Erscheinungen, abtrünnige erwecken, berechnen. Das sind deine polaren Existenzen. Das ist jetzt eine der Möglichkeiten, das Sterben auszudrücken. Das SDR natürlich ist das große Geheimnis, dass du selbst bist. Wer hat die Fäden in seiner Hand? Letzten Endes du. Aber solange du nur immer in Maßsetzung der anerzogenen Logik deines momentanen Programms, das du zum Denken benutzt, dieses Wertesystem, das Ich, das Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, da steckt alles drin. Präziser kann man es nicht ausdrücken. Das ist halt immer, ich schockiere die Leute, diese Worte kann man eigentlich verstehen, ohne jemals ein Wort von Holofeeling verstanden zu haben. Diese einfachen Sätze. Du kannst jetzt immer nur testen, wenn du das jetzt auf deiner Brezel, auf unserer Brezel eben mit jemandem sprichst, wie er darauf reagiert. Und ich sage, Geist zeigt sich letzten Endes nur durch Neugier. Du konfrontierst mit jemandem, was ihm unlogisch oder unbekannt erscheint, und der muss neugierig drauf sein. Solange er vergleicht mit seiner Logik und er wertet das als falsch ab, sind seine Filter so massiv, dass du ihn vergessen kannst. Am besten dich langsam zurückziehen, höflich zurückziehen und im Mund halten. Genau. Weil sonst schaukelst du dich auch wieder rein, weil du versuchst, einen Gedanken von dir was zu erklären, der niemals was verstehen wird. Ja. Es ist so offensichtlich, wenn man einfach mal wertfrei schaut, dieses Macht- und Postengeschachere, diese Widersprüche, dass das natürlich rumort an allen Ecken und Enden, linker Hand und rechter Hand. Das ist ja auch schon wieder so eine Sache. Was ist eigentlich Recht? Was bedeutet das Wort Recht? Wir können jetzt wieder die Etymologie anschauen. Zuerst einmal, die Berechnungen erscheinen dir echt. Jetzt kann ich durch relesen, dann habe ich hier das schlechte Chat. Dieses Chat ist in Schrecken versetzt werden. Weil re, lateinisch gelesen hast, da kommt wieder alles zurück, das Universum. An die Kluft wieder des Chaos denken im letzten Selbstgespräch. Das Wort Chaos, Dohu Wabohu, wo der Luther auch mit Kluft übersetzt, ist auch eine Uniform. Das Universum ist deine Uniform. Ich sage, der Sprung, den du jetzt akzeptieren musst, dass du als träumender Geist sagst, mein Körper ist nicht die Figur in meinem Traum, die ich bisher zu sein geglaubt habe, sondern mein ständig verändernder Körper ist meine Traumwelt. Traumwelt, genau. In der ich mich ein. Das ist die Kluft, das ist das Chaos, weil ich es noch nicht durchschaue. Das ist halt dieses Wünschen, dieses Haben-Wollen. Das ist so mein Thema zurzeit auch am Stammtisch, dass ich immer wieder sage, selbst jetzt innerhalb deiner Lebensspanne, wenn du in ein Buch zurückgehst, wenn ich jetzt in die 80er Jahre gehe, ich mache jetzt zum Beispiel Teens, diese ganzen Menschen, die meinen, die hätten eine eigene Meinung, wenn die jungen Menschen sich zutätowieren bis zum Es geht nicht mehr, mein Zungenbier Beispiel vor über 20 Jahren, das mit dem Zungenpiercing, da ist jeder, lebt in dem Wahn, ich spreche jetzt denen hier mal Bewusstsein zu, ein Wahnbewusstsein lebt in dem Wahn, dass er einen eigenen Geschmack hätte. Dass er seine Meinung vertritt. Deine Meinung ist nicht deine Meinung, es ist eine Anderung. Es ist intellektuell die Meinung deiner Lehrer und Erzieher, unsere Sache mit den Quantenbits. Ich kann immer nur anraten, schau dir Videos an, dann hast du entweder junge Studenten, die dir das einfach erklären, du hast Professoren, die dir das erklären, die muss klar sein, die Studenten labern das, was sie an der Uni gelernt haben, und die Professoren labern im Prinzip dasselbe. Was die Naturwissenschaft angeblich alles beweisen kann, ich sage immer nur, zeig's mir. Das, was die sehen, das ist wie wenn ich mir einen Monitor an Menschen abbilde und sage, das ist ein Mensch. Ich sage, du siehst nicht, was du siehst. Jetzt können wir wieder in unsere Physik im Nullpunkt Gottes eingehen, in diese Holofeeling-Schrift. Was ist eine Illusion, eine Halluzination? Wenn du Dinge siehst, die jetzt gar nicht da sind.
Dass ich das siehst du jetzt Menschen, wenn du jetzt auf dem Monitor schaust? Immer dran denken, ich unterhalte mich bloß mit dem, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Nein. Und jetzt schau deine Interpretationen an. Dann kommt das Problem der Zeit. Ja, das ist doch irgendwann aufgenommen worden. Ja. Nein, das wird jetzt aufgenommen und du schaust dir das jetzt an. Weil alles, was passiert, passiert jetzt. Und jeder Gedanke, jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Du musst loslassen von dem zeitlichen Denken. Das ist ja immer wieder, dass alles, was Leute sprechen, in einem gewissen Maß richtig ist, aber auch verkehrt ist. Weil es einseitig ist. Genau. Ich sage, wie ich immer sage, mit der Sprache, das ist so eine extreme Vereinfachung. Das ist auch wieder unsere Welle. Umso einfacher ich das mache, umso größer der Wellenberg weg, umso größer wird auch das Wellental. Das heißt, in den einfachsten Erklärungen, ich sage mal, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen, die man verstehen kann. Nur weil die sehr, ich sage mal, ganzheitlich sind, mit wenigen Worten erklärt sind, ein großes Chat ist, das man durchaus verstehen kann, ist natürlich im Hintergrund eine extreme Komplexität. Ja. Das kommt dann mit der Neugier. Du willst dich ja nicht in die Ewigkeit langweilen. Nein. Das geistige Wachstum, es ist was Intimes. Es ist nur für dich, für den, der mich jetzt sprechen hört. Und du hörst mich jetzt sprechen. Du kannst jetzt natürlich jemanden ausdenken, der mich nicht sprechen hört, aber der ist eh bloß wieder Gedanke von dir. Du hörst mich jetzt sprechen. Mit wem meine ich mit du? Ich meine mit Sicherheit nicht den Brösel, den du dir jetzt ausdenkst, der vom Computer sitzt. Und zu dem sage ich, du bist ich. Genau. Das ist das rote Ich. Ja. Aber noch nicht ganz, du bist erst das rote Ich, weil du noch mit einem blauen Ich verbunden bist. Mhm. Und das ist das Christusbewusstsein. Rot und Blau war dann zu violett. Ja. Darum ist das in der Mystik. Da ist nicht irgendwelche das Ganze entdecken. Immer an die Kiste denken, egal wen du jetzt dir denkst. Du kannst dir nur Menschen denken aus deinem Wissensspeicher heraus. Die großen Philosophen, die großen Physiker. Und wenn die in deinem Wissen, in deinem Intellekt vorhanden sind, kannst du dir auch denken, was die entdeckt haben. Du wirst aber dann immer feststellen, da gibt es nichts zu entdecken. Das ist unendlich simpel, das erstickt jegliche Form von Diskussion im Keim. Wer hat eigentlich Wassermoleküle entdeckt? Vor 200 Jahren. Wie das in den Büchern drin steckt. Was ist eigentlich ein Wassermolekül? Das ist ein Wasserstoffatom und ein Sauerstoffatom. Wie willst du das entdecken? Erinnere dich wieder Holofilling lesen. Wasserstoff und Sauerstoff sind vollkommen unsichtbare, geschmacklose, ungiftige, geruchlose Gase. Das heißt, die sind nämlich gar nicht wahrnehmbar. Da muss einer da sitzen und ihm muss die Idee kommen, das könnte so und so sein. Auch beim Kopernikus, wo ich sage, wenn der in seiner Wüste sitzt, der hat noch nie gesehen, dass sich Sterne bewegen. Es ist ein Vergleich von zwei Bildern. Wenn ich mal wieder sage, das war zuerst links dieses Sternzeichen der Orion und jetzt ist es nach ein paar Stunden ist es rechts. Aber er schaut jetzt und dann ist es links und wenn er dann wieder hochschaut, ist es rechts auf dem Monitor, wie ich das immer so schön sage. Ja. Und jetzt kommt ihm die Idee, das ist rübergewandert. Wie wenn ich jetzt sage, da ist jetzt der Finger ist jetzt da und dann ist er da und jetzt ist der Finger rübergewandert. Das siehst du nicht. Da wandert nichts, auf dem Monitor wandert nichts und deine Verabrede, was du sinnlich wahrnimmst, ist im Prinzip dasselbe. Genau. Los in Stereo. Ja. Jetzt ist aber das Wort Stereo, das Firmament, wie ich immer wieder sage, in die Meos Stereo Mater, das Himmelsfirmament, Stereo, da kommt auch der Stern her, der Star her, die Astrologie, Astruo, nicht nach außen gestreut. Das heißt starr, unbeweglich, feststehend. Ja. Darum sind die Planeten ja auch Irrläufer. Genau, umherirren. Ja. Lani. Griechisch heißt in die Irre gehen. Also hör auf, irgendwas zu planen, es kommt sowieso immer wieder anders. Es kann natürlich sein, dass du jetzt irgendwas planst. Nee, da muss gleich die Andrea gleich lachen. Ja. Der Dach drauf schlägt Haken. Der schlägt unberechenbare Haken. Du kannst Berechnungen, ja. Gewisse Zeit lang kann das durchaus gut gehen, aber dann haut es halt wieder nicht hin. Es wird sich immer ausgleichen, dieses Spiel. Und die Heiligkeit, die innere Ruhe einmal erreicht, darum heißt auch das Loslassen. Ja. Lerne bei Zeiten das Loslassen. Absolut. Es macht keinen Sinn, irgendwas immer wieder zu wiederholen, was dir absolut hergesehen sowieso nicht gelingt. Ich sage immer wieder, du bist immer derselbe Geist, dieselbe 200 Gramm rote Gnede. Ich habe jetzt am Stammtisch meine alte Sache mit dem Glas einmal wieder erklärt, dass ich das nicht berühren kann.
Das sind so simple Beispiele, wenn du mitdenkst und ich sage, wo ist die Lösung? Jetzt können wir Physik Xenon, wie die Physik den Xenon auflöst. Ja. Das ist eine Sackgasse, weil die immer noch zeitlich mit vorher und nachher denken. Raumzeitlich denken. Es ist schlichtweg und einfach, weil es nicht auseinander ist. Es ist überhaupt nichts auseinander. Egal, wo du dir was hindenkst, es ist hier und jetzt in deinem roten Kopf. Zürich-Wien, oder? Ja. Zürich-Wien Beispiel, tausendmal durchgespielt. Ja, genau. Man hört es, wie elementar wichtig das ist, dass du das verstehst. Ja. Jegliche Form von Leid, mit der du Geist konfrontiert wirst, ist was selbst erschaffenes, durch ein Nicht-Einverstanden-Sein. Okay. Ärger ist unendlich sinnlos. Darum denk an mein kleines Beispiel, wo ich sage, dein Leben ist letztendlich zur Zeit wie das Wetter. Du hast keinen Einfluss drauf. Du musst dich von Augenblick zu Augenblick überraschen lassen. Und ob du dich jetzt drüber aufregst, weil es dir passt oder nicht passt, dem Wetter ist es scheißegal. Das ist scheißegal. Das ist mit all den ganzen Sachen. Ja. Du wirst eigentlich nur getrieben, weil du immer noch einseitige Ziele anstrebst. Ja. Schon glücklich sein zu wollen, dieses Glücklich ist nicht die Glückseligkeit, von der ich spreche. Weil die rote Glückseligkeit nichts zu tun hat mit ständig wechselnden Bildern, sondern mit der Erkenntnis, dass ich ewig bin und mir selbst nichts passieren kann, weil dieses absolute Nichts kann nicht zerstört werden. Es können Informationen zerstört werden. Aber ich bin nicht meine Informationen. Einseitige Aussage, selbstverständlich bin ich auch meine Informationen. Ich bin ja ein Adam. Darum sage ich, das Meer, der im Meer ist, ist all seine Welt. Genau. So simpel, man muss das immer wieder sich bewusst machen, wenn man abstürzt. Nein. Die Gedanken werden, ich kann nicht sagen, der Gedanke bin ich und die anderen Gedanken bin ich nicht. Du wirst jetzt merken, wie fein du das stufst, dann denkst du dich als Kind, dann sagst du, das war ich. Das bist du jetzt, weil das jetzt deine Information ist. Ja. Jetzt kommt dann noch die Sache, was ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit, Diana, wo dich so begeistert hat. Dass Hochmaterie, eine materiell, eine sinnlich materiell wahrgenommene Information, ist hochkonzentrierter Geist. Du kannst nur Materie im unmittelbaren Hier und Jetzt erschaffen. Optisch wirklich gesehen, es muss auf deiner VR-Brille auftauchen. Es ist aber genauso eine Information, da außen ist nichts. Die Beweise der Naturwissenschaft sind alles logische Konstrukte, die wiederum neue Bilder aufwerfen. Das ist jetzt die Quantencomputer, die jetzt zum Funktionieren anfangen, ganz langsam die Handys. Das ist alles Beobachterphänomen. Ja. Das Beobachterphänomen heißt letztendlich, der Beobachter bestimmt, was er anschaut, wenn er es bewusst macht. Als träumender Geist bist du noch nicht so weit. Da musst du dir das anschauen, was du dir ausdenkst, was du träumst. Das ist ein Traum, aber es kommt immer aus dir. Du benutzt halt nur ein einziges Programm, ein Buch in dem Bücherregal. Dann musst du dann nochmal eine Stufe höher. Dann wirst du feststellen, alle Meinungen, alle intellektuellen, logischen, politischen Denksysteme, die jetzt deiner Logik widersprechen, sind, wenn du die in deinen Arbeitsspeicher reintust, für dich vollkommen logisch, wenn du die laufen lässt. Daran musst du arbeiten, das musst du immer wieder wiederholen, dass sich das setzt. Deswegen läuft dein Leben oberflächlich betrachtet vollkommen gleich weiter. Dir wird bloß immer mehr bewusst, wie du noch an Kleinigkeiten dich aufregst und es andersrum willst. Ich will nur noch das, was Gott will. Und was will Gott? Das, was jetzt ist, in einem ständigen Wechsel. Und dann beobachte ich dich darauf, reagiere. Das Erste, was du zu lernen hast, dass du dich über nichts zu niemandem mehr aufregst, nicht zu niemandem mehr verwirrst, schon gar nicht von deiner eigenen Vergänglichkeit. Genau. Das ist das, was ist. Ja. Dass ich immer wieder sage, dein Körper löst sich ja schon auf, wenn du nicht an ihn denkst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Die Schwierigkeit ist nicht die Auflösung, von der du so Angst hast, sondern dass der ständig mit einer absoluten Hartnäckigkeit und meistens, wenn man älter wird, neuen Gewegchen wieder auftaucht. Aber da läuft nichts verkehrt, es ist Energie, die ich dir gebe. Das habe ich so oft erklärt, wenn du irgendwas mit Spaß machst, stört dich das ja nicht. Da hast du keine Lust, irgendwas elementar zu verändern. Nur, wenn du dich schlecht fühlst. Uralte Beispiele von mir, setzt du dich in Bewegung, ob es da nicht vielleicht eine andere Möglichkeit gibt. Darum handelst du immer von einem Bein zum anderen. Wenn du krank bist, wirst du gesund sein. Wenn das Wetter scheiße ist, wirst du gutes Wetter. Wobei das Wort gutes Wetter auch wieder abhängig ist von deinem Programm.
Für einen Baum kann durchaus ein gutes Wetter Regen sein, wenn das hier 8 Wochen die Sonne geschienen hat. Dass du merkst, dass das auch schon wieder umkommt, was ist ein gutes Wetter, wenn es regnet oder wenn die Sonne scheint. Das hängt davon ab, was zur Zeit über einen längeren Zeitraum gleichbleibend da war. Dann ist es gut, jetzt hast du mal das andere. Wenn du hungrig bist, willst du satt sein, bist du dann vollgefressen, weil du nicht rechtzeitig aufgehört hast, sehnst du dich dann auch wieder satt zu sein. So simple Beispiele. Und was deine eigene Meinung anbelangt über Geschmack, da wirst du merken, es sind alles komplett geistlose Zombies in deinem Traum. Klingt jetzt extrem hart, aber es ist so. Und jetzt kommt der wichtigste Erkenntnis. Solange du das nicht erkennst an dem, der du ein Leben lang selbst zu sein geglaubt hast, genau. Ich rede nicht von den anderen, ich rede erst einmal von dem Tierchen, das du den ganzen Tag meistens beobachten kannst. Der ist ein geistloser Zombie. Er ist nicht besser oder was Besonderes. Er macht etwas Besonderes, weil er meint, er ist was anderes wie die anderen. Von der Stufe drüber gesehen, von der Geist aus gesehen, ist der Gedanke an dich selbst genauso ein Gedanke wie an die Diana, an Rego. Ja, aber die kann ich ja nicht materialisieren. Also das Gefühl, mein Körper, ich spüre doch meinen Körper, das ist doch mein Körper. Und nicht in Rego oder Diana oder in Udo sein Körper. Ich sage, wer bestimmt das? Ja, genau. Dein Programm? Genau. Ganz genau. Und da muss man dann dieses Geheimnis, das man in sich trägt, das nennt man die Weisheit. Das kann man jetzt wieder die apokryphe Schrift, das Buch der Weisheit in der Einheitsübersetzung. Ich wurde wie jeder Brösel aus einer Frau geboren. In diese Welt geschmissen, in diesen Traum geschmissen und dann gierig nach Geld, nach Gesundheit, nach allem, nach Erfolg, bis ich dann merke, das Wertvollste ist die Weisheit. Nachdem er dann die Weisheit erfahren hat, wird er die hier nichts mehr tauschen. Sagt er, Krankheit, Geld, es ist mir alles nichtig, es ist mir wurscht. Das wirkliche Wertvolle ist die Weisheit. Dann kann man immer wieder dieses religiöse Märchengeschwätz. Darum sage ich, ich wiederhole die Sätze. Wenn du meinst, du hast es verstanden, wenn ich jetzt wieder hier Johannesevangelium sage, Meister, wann komme ich in das Reich Gottes? Bevor du nicht wieder vom Neuen geboren wirst. Das ist die geistliche Geburt. Genau. Wahrlich, ich sage dir, heißt es hier wörtlich übersetzt, solange du glaubst, dass du aus einer Frau geboren wurdest, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung. Vom Gedanke von Augenblick zu Augenblick. Bis du begreifst, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entsprichst. Das ist unser symbolisches Gott, das Meer. Ich würde es jetzt Internet nennen. Das Internet ist das Summa Summarum von allen Daten und allen Programmen gleichzeitig in Form eines Kontinuums. Ja. Jetzt muss ich bloß wissen, was heißt Kontinuum. Das Kon als Vorsilbe zusammen, schieben wir weg und dann wirst du feststellen, das hast du in Reihe und Gliedstellen. Ja. Sag mal, Reihe ist unser Spiegel und Glied sind die Wellen. Ja. Du stehst vor einem gläsernen Meer. Heißt es dann. Das ist dein Spiel, du. In dieser einfachen Erklärungsform. Ja. Das ist eigentlich hier, da gibt es jetzt nicht mehr drüber zu reden. Wir können jetzt in Detailfragen reingehen. Du musst selber spielen, wenn du neugierig wirst. Ja. Und sag ich, sagst du mal, je nachdem, in jedem Buch lernst du ja was anderes. Wenn dich jetzt zum Beispiel die Vordersprache nicht interessiert, hast du einfach hier in dieser Ebene die Reife noch nicht. Du lernst in der Schule auch etappenweise. Zuerst einmal. Ich wiederhole mal nochmal alte Sätze von mir. Wir betrachten uns unsere 3x3 Wachstumsstufen. Das heißt, du bist erst einmal ein Säugling. Da musst du jetzt erst einmal lernen, dass du nochmal in die Hose scheißt. Okay? Das ist einmal das Erste. Dann lernst du das Sprechen, das Hören. Und ich sage, wenn du dann als Kind in die Schule kommst und du hast eine gute Erziehung, ein gutes Elternhaus genossen, dann wirst du zuerst einmal hier schon ein relativ grammatikalisch fehlerfreies Deutsch sprechen. Natürlich mit einem sehr reduzierten Wortschatz. Und dann kommst du in die Schule und dann lernst du lesen und schreiben. Du kannst dein Kind erst lesen und schreiben beibringen, wenn es sprechen kann. Dann lernst du rechnen, ganz rudimentär. Das ist der nächste Schritt.
Und wenn du dann lesen und schreiben und rechnen kommst, kommst du in die höheren Klassen, dann kannst du studieren und dann kannst du sagen, jetzt konzentriere ich mich mehr auf Physik oder auf dieses und jenes. Jetzt kriegst du komplexere Funktionssysteme beigebracht. Aber es baut aufeinander auf. Du kannst das nicht austauschen. Solange du das kleine 1x1, wie ich das immer so schön nenne, nicht beherrschst, und das beherrscht kein normaler Mensch, auch kein Professor, weil das ja nur Rezitiermaschinen sind. Ob das ein Philosophieprofessor ist, ob das ein Theologieprofessor ist, ob das ein Physikprofessor, ein Arithmetikprofessor ist, es ist ein Rezitieren von Schwamminhaltwissen. Absolut. Und das ist zu allen Zeiten, wenn ich jetzt ein Zeitfenster aufspanne, hat sich das immer verändert. Die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo du morgen drüber lächeln wirst. Das, was dir heute gefällt, wenn ich jetzt denke, 1980, wenn du dir Jeans gekauft hast, die 501 von Levi's war da total in, wenn du das Alter schon haben solltest, und ich hätte dir jetzt eine hochmoderne Fetzen-Jeans gegeben, hättest du dich nicht auf die Straße getraut, weil du nicht als Spanner verhaftet werden willst. Es ist all das, ob das Frisuren sind, das, was dir gefällt, es ist ein zwanghaftes Programm, du hast keine Freiheit. Ja. Deine Meinung ist wohlgemerkt ein Virus, den du dir eingefangen hast, in Umwelt, in deiner Umgebung. Sag mir, mit wem du gehst, mit welchen Freunden du abhängst, und ich sag dir, an was du glaubst und was die Themen sind in deinem Kopf. Absolut. Das ist komplett austauschbar. Ja. Willst du andere Informationen haben, musst du dich mit anderen Menschen abgeben. Ja. Wirst du große Überraschungen erleben, wenn du die nicht bekämpfst, sondern du wirst es verstehen. Du wirst diese Logik verstehen. Das ist mein altes. Darum wiederhole ich ja immer wieder, wenn ich sage, wenn dich hinsetzt, wenn das auf deinem Film sein sollte, dass du einfach Philosophen, all die Philosophen studierst, das sind ja nur Bücher, die jetzt aus dir auftauchen. Da waren nie welche in der Vergangenheit. Wir haben unsere Bücher. Du wirst irgendwann einmal merken, das sind deine eigenen Leben. Zumindest wenn du ich bist. Mit ich meine ich natürlich jetzt nicht das Pixelmännchen Udo oder den Udo, den du dir ausdenkst, der ja auch nur Gedanke in deinem Kopf ist. Du mich jetzt als Pixelmännchen denkst und sagst, das ist der Udo, das ist schon mal verkehrt, das ist ein Monitor, oder du denkst dir jetzt an einen Udo, der irgendwo da außen sitzt, er ist in dir. Ein Gedanke, der nicht mehr existiert, wenn du ihn nicht denkst. Und wenn du das checkst, sofort überprüfbar, dass das auch für deinen eigenen Körper gilt, für den, der du zu sein glaubst, dann kommt die große Verwandlung. Absolut, genau. Der Aufstieg in diesen ewigen Bereich. Kein esoterisches Geschwätz, kein religiöses Geschwätz und schon gar kein geistloses, naturwissenschaftliches Vorstellungsvermögen von Wissen, das du vom Hörensagen kennst. Immer im Hinterkopf, das ist doch bewiesen. Beweis es mir. Wie definierst du einen Beweis? Logische Konstrukte sind kein Beweis, die sind austauschbar wie Computerprogramme. Wenn ich immer sage, wir denken uns jetzt ein heliozentrisches Weltbild aus und da kann ich die Planeten, da kann ich neue Planeten mir dazu programmieren, ich kann die in irgendwelchen Reihenfolgen um sich rumkreisen lassen und dann wird der Monitor das darstellen oder die VR-Brille sogar dreidimensional vor mich in den Raum reinstellen. Ich muss das Programm verändern, wenn ich das verändern will, aber das ist nicht, wenn das Programm verändert wird. Die Naturwissenschaft ist so stolz, dass sie die angeblich unabhängig von ihr da außen existierende Welt jetzt am Computer simulieren kann. Ich sage, nee, da ist ein Programm und das macht diese Vorstellung. Das ist dein Intellekt. Und wenn du nur damit beschäftigt bist, deine Meinung, und ich meine jetzt das nicht nur im Großen, im philosophischen oder im wissenschaftlichen Bereich, es geht in erster Linie um deine Meinung in deinem kleinen, erbärmlichen Leben, das du zurzeit lebst. Wenn du mit deinem Lebenspartner oder mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern streitest, mit deinen Hausgenossen, dein Recht durchsetzen willst, deine Wünsche, lebe dein Leben und schau, wie du reagierst und was dir das Leben alles beschert. Und die Gefühle, die positiven wie die negativen, werden durch deine Reaktionen und Interpretationen erzeugt. Niemals durch die Reizauslöser. Das ist ganz ein wichtiger Satz. Das Spiel spielst du allein. Dieses Intim in Time. Das Intim He. Das Wundervolle ist eigentlich erst einmal dein göttliches Sein. Das ist die Vorsilbe in Rot geschrieben. Das kann aber sehr. Jetzt ist Rad gerissen. Was deine Logik hergibt. Ja. Das ist auch was Intimes. War kurz unterbrochen, Udo. Ja, das ist, ich sage nochmal, dass das Wundervolle, das Intime, ich habe das so oft auf die Anzeige gebracht, dass die Vorsilbe in
Das erste Mal, wenn wir es rot lesen, heißt es ja das göttliche Sein. Ja. Sein. Intim. Intim. Vollkommen. Ja. Wenn ich jetzt das blau mache, dass die Quelle nicht mehr das eigene göttliche Sein ist, der Brösel, bist du nicht. Du bist der Geist, der sich jetzt alles ausdenkt. Alles. Ein heliozentrisches Weltbild. Denkst du dir, das nur existiert, wenn du es denkst? Ein geozentrisches Weltbild. Alles, was du zu sehen und zu erleben bekommst, ist immer nur im Moment deine Information, egal ob jetzt das nur gedacht ist oder ob das sinnlich wahrgenommen wird. Es ist ja. Die Zeitlosigkeit, ja, wieder an. Gut, hat sich verabschiedet. Ja, ja. Jetzt stehen wir da, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, müssen wir gleich unterbrechen da. Spannend, ne? Ja. Oh. Ah, weg. Ja, ja. Hat die Unterhaltung verlassen. Soll ich ihn noch mal einladen? Warte, ich lade ihn noch mal ein. Füge ihn noch mal hinzu. Ja, wahrscheinlich hat er wieder Probleme mit dem Ding. Hat er ja gesagt, ganz am Anfang des Gesprächs, hat er ja gesagt, dass er Probleme wieder mit dem Internetzeug hat. Dann okay. Verabschieden wir uns auch, oder? Yes, Prinzesschen, wie läuft's denn beim Prinzesschen, wenn du schon auftauchst? Du musst nur genau zuhören, wenn er was sagt. Ist alles schon in diesem Gespräch mit involviert gewesen. Also jetzt, ob da, wie es läuft. Also es ist wirklich... Jo, willst du jetzt was Raumzeitliches hören oder möchtest du allgemein? Also das, was ich jetzt festmache, jetzt sage, das festigt sich ja immer mehr. Und das gibt dir den absoluten Stand hier, egal was jetzt hier passiert. Das sind wirklich ein flackerndes Bildchen. Ja, es wird sich ja alles, diese Datei wird jetzt geschlossen, Helmer und Andrea. Ich muss mir wieder ein neues Zuhause suchen, muss mal gucken. Ah, okay, auf das bezogen, jetzt kenne ich mich aus. Ja. Es war mal ein kleiner Abschlenker, habe ich gesagt, mal so ein kleiner Umweg, den ich gegangen bin, um nur, das ist ja immer wirklich mit dieser Sinnlosigkeit zu erkennen, das hat ja den Sinn, die Sinnlosigkeit dessen zu erkennen, diese Datei nochmal durchzurattern. Und die hat man vorher schon zur Genüge durchgerattert, also so. Das ist einfach nur annehmen, gucken, ich bin in Ruhe und Frieden und lass mich jetzt überraschen, was jetzt als nächstes kommt, welches Kapitel wir aufschlagen. Das habe ich schon geträumt, alles gut. Ja. Also ich habe da keine Resonanz, ob das ist jetzt, oh, ich habe Angst, wo es geht hin, ich muss ja jetzt nur alles wieder rausräumen, das ist ein bisschen jetzt hier auf der Raumzeitenebene. Ich muss ja wieder räumen und alles weg und alles ist installiert. Und das gehört raumzeitlich dazu. Das ist immer die Frage, weil die Rolle sollst du ja unangetastet spielen. Genau. Ne? Das ist ja so wichtig. Ja. Dass ich diese Rolle einfach spiele, ohne an der Rolle irgendetwas zu verändern. Ja. Und das, was halt jetzt zu dem Schauspiel dazugehört, eben Räumen, Siedeln, bla bla bla, es gehört halt dazu, sonst wäre es ja nicht so, ne? Aber wie wir die Ordner immer jetzt allgemein gesprochen, die Anna, die Ordner immer wieder umräumen. Ich muss mal, wenn du da mal reingehst, es wird ja immer vorwärts gelebt, rückwärts verstanden, weißt du? Das ist so ähnlich, wie als ob man, aber das ist schon eine Interpretation und schon eine Schöpfung, die ich mache. Das ist so ähnlich, wie der Holger und ich zusammengelebt haben, das ist fast zeitgleich, verstehst du? Dann bin ich hierher gezogen. Ich habe die Datei in kurzer Zeit nochmal, wie als Holger, aber als Andrea mit einer Maske durchgelebt. Jetzt habe ich hier im Haus gesessen, verstehst du? Jetzt hänge ich hier fest. Letztendlich aber nicht schlecht. Also ich habe es versucht, aber alles. Ja, es ist einfach nur, dass sich das so gedreht hat. Also, du musstest das mal durchleben, damit du weißt, wie dieses andere sich anfühlt. Ja, da kannst du ja jetzt mehrere in der Geschichte, kennst du ja selber in deiner Geschichte und so weiter, das ist ja nur die Erfahrung, die du mitnimmst.
die eine Erfahrung mit dem Matthias, diese Traurigkeit, jetzt diese, weißt du, wo das einfach nicht kompatibel ist, wo du sagst, diese Struktur, wirklich. Ja, wo man die Sinnlosigkeit erkennt, ohne den anderen jetzt zu verurteilen, sondern man wirklich merkt, es funktioniert ja nicht, ja, das ist... Ja, aber eben nochmal, trotzdem immer, weil du das immer selber an dir wird das ausgeführt und da erkennst du auch dann die Zusammenhänge, die größeren Zusammenhänge, die erkennst du, ohne da zu sagen, das ist schlecht, gut oder so, sondern dass du das schnell mal durchratterst, sagst auch, okay, diese Erfahrung hat der gemacht mit einer anderen Maske und jetzt mache ich sie nochmal mit einer anderen Maske, einfach nur gucken. So, und dann lässt du dich überraschen und fertig ist und dann geht's weiter, geht's immer eine Tür auf und wenn nicht, ist doch wie es ist. Also, das geht schon, weil das Programm, im Programm es sind ja auf, das ist ja das Interessante, es ist ja auf dem Programm sind ja mehrere Spuren drauf. Eine Spur zieht sich, sage ich, wie der rote Faden, das ist dieses tolle Autobahnbeispiel, ja. Und welche anderen Spuren aufgehen, hängt einfach vom eigenen Reaktionsschema ab, das ist es. Absolut. Und das ist ja klar, wenn du was nicht gelernt hast, wird es dir immer wieder vorgespiegelt. Das ist einfach so. Du kannst, das ist wirklich das Schnapsbeispiel. Ja. Muss ich das jetzt, ich habe jetzt keinen Appetit drauf, dann kannst du Nein sagen, aber du verteufelst es nicht. Es ist einfach da. Das ist das. Jetzt habe ich da so. Und dann, wenn du das verstanden hast, wirklich diese Beispiel, Schwammbeispiel, das, diese wirklich in der Tiefgründigkeit, dann hast du keine Probleme mehr, egal wo du bist oder was. Und wenn du was nicht gelernt hast als Geist, kriegst du es runter, das ist mir bewusst. Wirklich bewusst. Dann kriegst du es wieder an andere Seite vorgespiegelt. So, und Andrea ist auch ein Arschloch. Das ist, was ist nochmal so? Doof. Ja, aber das ist genau, das hat ja mit dieser radikalen, unbeschönigten Selbstehrlichkeit zu tun, die so wesentlich in dieser ganzen, in immer im Jetzt-Moment ist. Ja. Und das ist, du musst diese Zeitlosigkeit, wenn du keine, gab es das alles nicht, wenn du wirklich mal da reingehst, diese Zeitlosigkeit, das, was er uns sagt, das jetzt, dann ist alles andere weg, das ist in deiner Einheit und nur das, was da ist. Wenn du das wirklich in jedem Augenblick so lebst, dann ist ja alles durch. Dann hast du nur das, was jetzt ist. Dann machst du dir keine Gedanken, ob du jetzt ja da irgendwo eine Wohnung suchen musst oder alles umräumen und so, ist alles scheiße. Aber das lernst das du machst ja, das machst ja auch nicht du dir. Das ist ja dieser riesengroße Unterschied. Wenn Udo immer spricht von du denkst dir das aus, muss man da auch sehr aufmerksam sein. Weil wenn er sagt, du hast ja gar keine Möglichkeit, dir auszusuchen, was du dir jetzt ausdenkst, sondern nur zu beobachten, das, was es dich ausdenkt, das, was es aufwirft, ist und bleibt. Genau. Ich beobachte einfach, wie es in mir denkt, wie es in mir reagiert, wie es interpretiert, aber ich bin es nicht. Und das ist das dann, wo er jetzt auch sehr schön gesagt hat, ist immer die Frage, von welcher Seite wir uns das anschauen. Entweder halt, dass man sich raushebt oder dass man sich in die Mitte setzt. Aber es ist, ich bin der Beobachter, wie es denkt, wie es... Ja. Aufzeichnung beenden. Ja, hier läuft nur weiter. Alles klar, mach weiter, ich höre zu. Ich habe mich eben ausklingen kurz. Einfach, wir haben einfach darüber gesprochen, eben nichts verändern, die Rolle weiterspielen das, und einfach beobachten, was es in mir denkt, wie es blau in mir reagiert. Einfach nur beobachten. Genau. Da muss man ehrlich sein, absolut selbstehrlich sein, mit seiner eigenen Rolle, absolut. Mit seinem eigenen Programm. Ja. Das ist das, wenn ich immer den Satz bringe, dass ich sage, du kannst die anderen belügen. Ja, da haben wir übrigens zwei Seiten. Du kannst jetzt ganz bewusst lügen, dann ist dir bewusst, dass du lügst, weil du dich besser machen willst, weil du dich größer machen willst. Das ist die eine Seite. Dann gibt es das ist die anderen belügen, ganz bewusst belügen, dann kannst du dich selbst belügen. Das heißt, wenn man sich das einredet, obwohl man eigentlich wissen müsste, dass es nicht so ist, wenn man sich größer macht, ich bin ja so gescheit, ist so zwanghaft dieses, was ich alles bin, mein Haus, mein Auto, meine Erfolge. Ich sage, du bist ein absolutes Nichts, wenn ich dir das wegnehme. Genau. Aber du kannst Gott nicht belügen. Genau. Das heißt, dich selbst, dein eigenes inneres Selbst, der dich beobachtet, der dich ausdenkt, den ich das alles erzähle, darum sage ich, beobachte dich selber, wie du oft bewusst andere belügst, wie du dich sehr, sehr oft selbst belügst, was dir unbewusst ist, was du alles verstanden hast, wie doll du doch bist, weil du in dem Wahn lebst, dass irgendwelche Gedanken, die du dir denkst, als Ding an sich wichtig wären und dich besser machen würden, wie du bist,
Wenn okay. du besser sein willst, bist du nicht schlecht. Und wenn du nicht schlecht bist, bist du nicht alles. Ja, genau. Das sind die zwei Seiten. Ja. Wenn du gesund bist, bist du nicht krank. Und wenn du nicht gesund und krank gleichzeitig bist, bist du nicht heilig. Genau. Wenn du reich bist, bist du nicht arm. Und wenn du nicht beides gleichzeitig bist, bist du nicht heilig. Ja. Das ist das Spiel, man spielt es mit sich selbst. Ja. Darum sage ich immer und immer wieder, spiel einfach deine Rolle, weil die ja maßgeschneidert ist. Dieser momentane Traum ist dein Führerscheinprüfungsbogen und darum ist es wichtig, erhebe dich und beobachte dich selber, wie du reagierst. Was du Wünsche hast, was du nicht willst, wo du nicht einverstanden bist damit, diese Sache mit dem blinden Arschloch. Ja. Und mach dir jetzt erst einmal bewusst, was du wieder besserem Wissens, wenn man sehr lang Holofeeling studiert hat. Ich spreche alle, die das nicht getan haben, sowieso frei. Aber wenn das einer lang studiert hat, wie heißt es so schön in einer der Offenbarungen von mir, wenn sich ein Blinder an einem Stein genau. stößt, ja. Ja. dann tut es für einen kleinen Moment weh und ich sage dafür, dass es sofort wieder gut ja. ist, weil er hat es ja nicht gesehen. Ja. Wenn sich aber ein Sehender an einen Stein stößt und du bist ein ja. Sehender, wenn du die Grundlagen von Holofeeling dir angeeignet hast ja. und du ignorierst dieses Wissen immer und immer wieder, ja. dann sorge ich dafür, dass das jetzt richtig wehtut. Aber nicht um dich zu strafen, sondern um dir Energie zu geben, dass du irgendwann einmal denkst, warum wiederholt sich das ständig? Genau. Weil du ihm noch nicht einverstanden bist, weil dir die Demut abgeht. Ja, genau, die Demut, richtig. Mhm. Perfekte Schöpfung. Kann man übrigens auch sehr vielfältig machen, die Demut. Mhm. Denn ein wichtiger Schritt ist, erst einmal zu begreifen, dass nicht so niemand, den du dir denkst, weil das ja nur eine Information, ein Gedanke von dir ist, leiden könnte. Also hör auf, mit irgendjemandem mitzuleiden. Diese Sympathie, die Empathie, sind wir so oft drauf eingegangen. Alles solche entstellte Wörter, entheiligte Wörter. Das Hauptproblem ist das Entheiligen der Wörter. Okay. Diese einseitige Auslegung, Faschismus, Politik, egal, Religion. Okay. Die Religionen als Ding an sich sind nicht schlecht. Was schlecht ist, sind die einseitigen Auslegungen der sogenannten Religionsfürsten. Und dann wird dir bewusst, was für ein unendliches Leid Religionen über die Menschen gebracht haben in ihrer Scheinheiligkeit. Bis zum heutigen Tag immer noch bringen. Und jetzt muss ich sofort mich wieder verbessern, weil die Menschen, die ich mir ausdenke, können ja gar nicht leiden. Ja. Okay. Nur der, der sich's ausdenkt. Ja. Wenn du einen Satz von mir wirklich verstanden hast, hast du alles verstanden, was wichtig ist. Der Traum wird nur von dem erlebt, der träumt. Den ja. Traum erlebt nur der, der träumt. Nur der, ja. der träumt, erlebt den Traum. Niemals irgendeine ausgedachte Figur. Ich kann okay. mir jetzt denken, der hat seinen eigenen Traum, aber das ändert nichts, es bleibt trotzdem bloß Gedanken. Es sind immer Untersysteme von mir. Egal, wen du denkst. Du hast einen Wissensspeicher, deinen Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest. Und egal, welchen Philosophen, welchen Physiker du dir ausdenkst, du kannst ihn dir nur denken, weil du dem vom Hörensagen kennst. Ja. Dasselbe gilt für alle Märchenfiguren, für Superman, für Batman. Nur der, der das auf seinen Speicher hat, kann sich das ausdenken. Sobald du dir jetzt immer einen Schöpfer ausdenkst, dass ich jetzt sage, wo hat der das her? Haben wir gerade schon am Anfang gehabt, wo ich sage, das muss ihm eingefallen sein. Und wo hat der das her von dir? Weil du dir jetzt jemanden ausdenkst, wo du dir denkst, dass ihm das einfällt. Genau. Aber du bist letztendlich die Quelle für alles und dein Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und jetzt ist es sehr sinnvoll, dass man sich alle intellektuellen Denksysteme, die große Masse, die du nicht kennst, dann diese intellektuellen Denk- oder Glaubenssysteme, die du sehr wohl kennst, aber die im Widerspruch zu deinem Glauben, zu deinem Intellekt stehen, die du bisher bekämpft hast oder verworfen hast, dass du dir diese Denksysteme, diese Glaubenssysteme zu eigen machst. Genau. Weil das auch deine Denksysteme sind. Du hängst halt bloß in einer Perspektive fest. Ja. Das ist das, was ich Vervollkommnung nenne. Ja. Genau. Dann kommst du einfach immer an das ein Beispiel, in einen Zustand, wo du nicht mehr, wenn welche diskutieren, ob der Henkel rechts oder links ist, ob rechtspolitisch oder linkspolitisch richtig ist, du schmunzelst nur noch. Ja. Und jetzt versuchst du es den Deppen, die in einer Einseitigkeit drin hängen, zu erklären. Dann versuchst du schon wieder einen Gedanken von dir was zu erklären. Genau.
Aber das Spiel kannst du halt an der Brösel-Ebene zurzeit antesten und dann sind halt doch ganz, ganz selten welche, die sagen, oh, so habe ich das ja noch nie gesehen. Und das ist eine Facette von dir, das ist ein Geistesschwung. Alles andere kannst du vergessen. Damit sind alle intellektuellen, religiösen, aufgeblasenen Menschen, die in einer Verlogenheit leben, das sind alle Selbstbücher. Sind vom Tisch. Und dann kriegst du eine gewisse Ruhe, weil du merkst, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass du deinen Figuren in deinem Traum irgendwas erklären könntest oder müsstest. Es sind Selbstgespräche. Ja. Dass man sich von dem Wahn löst. Dass man irgendwann nochmal die Hoffnung auch gibt, dass du irgendwann erreichst und dass du dann erkennst, dass auch die wieder wichtige, mit ihrer einseitigen Meinung wichtige Puzzleteilchen sind. Aber jeder lebt in seinem Schwamm, ob das eine religiöse Prägung ist, ob das eine wissenschaftliche Prägung ist, eine rechtsradikale, eine linksradikale Prägung. Es ist die Radix, ist schon die Radikale, ist schon die Radix, das ist die Wurzel. Aber einseitige Wurzel. Und dann komme ich, dass ich jetzt mal die Arithmetik vollkommen mache und dann wirst du feststellen, immer wo ich sage, in die Wurzel zeigen, hier zu missachten, dass da immer zwei Ergebnisse sind. Das heißt, sobald in einer Berechnung in einem Physikbuch eine Wurzel drin ist, sind es automatisch null. Musst du null setzen. Absolut. Ja. Weil die Wurzel von allem ist dieses nicht denkbare Nichts, der Urknall, bevor er geknallt hat. Der aber letztendlich alles ist. Da hat sich nicht Materie, Raum und Zeit ausgedehnt und strömt dann irgendwann wieder rein. Diese ganzen schwarzen Löcher und all das Vorstellungsmodelle des Hirngespinstes sind im wahrsten Sinne des Wortes konstruiert mit einer Logik, die man vom Hörensagen kennt, die als Ding an sich, wie ich immer wieder sage, als Form L durchaus ihren Anspruch, ihre Richtigkeit für sich in Anspruch nehmen kann, aber nicht das, was man sich vorstellt. Es beginnt schon bei den Metaphern in der Bibel, Adam und Eva und all das ganze Zeug. Wenn ich zu dir sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, hat es überhaupt nichts mit einem Krug zu tun, der auseinanderbricht oder mit einem Brunnen. Genauso wenig wie die Lügen mit den kurzen Beinen irgendwas, dass mich die Lügen interessieren, die kurzen Beine interessieren. Es ist eine Metaebene. Bodo Feeling beschreibt dir auf eine arithmetisch präzise Art und Weise die Metaebene. Das Computerprogramm im Hintergrund, das diese Bilder in dir aufwirft. Und du interessierst dich, wenn du die Reife hast, oder du interessierst dich nicht, dann kommt es in irgendeinem anderen Buch, in einem anderen Leben, das du noch zu lesen hast. Es hat nichts mit dieser klassischen Reinkarnation, wie oft muss ich noch wiedergeboren werden. Ich sage, wenn du weißt, dass du der Leser bist, egal welche Geschichte ich dir vorsetze, hast du keine Angst, weil du weißt, ich erschaffe jetzt mit dieser Datei, mit diesem Buch, mit diesem Konstruktprogramm, mit dem Schwamminhalt mein Leben. Das Einzige, was überbleiben wird, bin ich. Ja. Spätestens, wenn ich das nächste Buch anschaue. Ja. Und dann wird es interessant. Und dann komme ich in diesen Zustand eines Schauspielers, der sagt, ich will mal einen Bösen spielen. Ich will dieses, ich will mal zeigen, was ich alles spielen kann. Nein. Ich habe schon so viel Märtyrer gespielt und jetzt spiele ich einfach einen Jean-Paul Brösel. Ja. Der sich überhaupt nicht wichtig nimmt als Ding an sich. Nichts ist unwichtiger in deiner Welt wie der Udo. Aber die Botschaft, die du durch diese Figur in deinem Traum mitgeteilt bekommst, die ist wichtig. Ja. Wenn man zuhören würde, wenn ich immer wieder sage, alles, was dir jetzt dieses Pixelmännchen, der Lautsprecher, der Udo, wie auch immer, erzählt, wenn ich doch eine Figur in deinem Traum bin, dann ist es doch dein Wissen, das du vergessen hast. Okay. Eine Figur in einem Traum kann doch dir nur das erzählen, was du träumst. Ja. Das ist der Schlüssel. Dann kommt dann immer, dass man sich dann in seiner Erbärmlichkeit klein macht. Wer bin ich schon? Ich habe doch eh nichts zu sagen. Und jetzt, wenn du dich beobachtest, merkst du, du meinst schon wieder, du müsstest was Besonderes sein, um deine Welt verändern zu können, weil du schon wieder die Bilder verändern willst, die Welt, die Menschen verändern willst. Du kannst, wenn du dir einen Film im Fernsehen anschaust, diese Figur nicht verändern. Du musst die Datei verändern. Du musst das Programm verändern. Ja. Gib mir die Kraft, das zu verändern, was ich verändern kann. Und die Demut, das zu ertragen, was ich nicht verändern kann. Alle normalen Menschen wollen ständig was verändern, was sie nicht verändern kann. Die wollen Figuren in ihren Traum verändern als Ding an sich, was sie aber nicht wollen. Sie wollen nicht ihr Programm verändern. Das können sie verändern. Ihren Glauben, ihr Wertesystem können sie verändern. Genau. Du kannst aus jedem bisher von dir als blöd oder doof definierten Film
einen hochinteressanten, sehr lehrreichen Film machen. Du müsstest bloß deine Einstellung und deine Interpretationen verändern. Ja. Die könntest du verändern, aber die bleiben unangetastet. Okay. Schuld daran ist dein angeblich gesunder Menschenverstand. Wie heißt denn, ich bin nur im ersten Band so schön, du wirst irgendwann einmal erkennen, dass das Pathologischste an dir selbst ist das, was du mein gesunder Menschenverstand hast. Das ist das Trügerischste, was es überhaupt gibt. Das ist ein geistloses, logisches, zwanghaft logisches, dogmatisches Denksystem. Okay. Ich nenne das dein extrem fehlerhaft. Ja. Mit dem planst du alles. Griechisch plane heißt in die Irre gehen. Ja. Du planst, was du brauchst, um glücklich zu sein, dich wohlzufühlen. Du planst deine Wünsche mit diesem System, wo dir Wünsche suggeriert, die dir sowas am Arsch vorbeigehen würden, wenn du dieses Programm nicht laufen, wenn du dir den Virus nicht eingefangen hättest. Zungenpiercing zum Beispiel. Ja. Wenn das auf dem Programm drauf sein sollte. Ja. Das ist das, was ist. Da muss man das dann mal damit umgehen können. Ja. Du wirst das Leben. Ja. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich den Videos schaue vom Gassner und vom Lesch und so, wenn sie dann in den Mikrokosmos runtergehen und dann immer, weißt du, wie sie es erklären, sie schauen mir dreckigen Fingernägel an. Ich sage, was schauen die eigentlich an? Weißt du, dann mach das, was man nicht sieht, versuchen sie zu beschreiben und dann ist da ein Ding und da. Und es ist nicht. Es ist nur rezitiertes Wissen. Nur rezitiertes Wissen. Es ist immer wieder, wo ich sage, logische Konstrukte haben keinen Anspruch auf Unabhängigkeit von der Logik, die diese logischen Konstrukte aufwirft. Ganz genau. Ja. Das ist das Programm. Genau. Das wird dir verkauft schon in deinem Schwamminhalt, dass das alles bewiesen ist. Man kann das ja alles beweisen. Die verschränkten Uhren, die schwarzen Löcher, all das Zeug. Es hat einen extremen, tiefen, symbolischen Sinn mit Holophilic. Alles. Du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, nicht wichtig wäre und nicht auch richtig wäre. Genau. Das ist einmal das Erste, was man wirklich verstehen muss. Die Puzzlestücke. So ein wunderschönes Putzzell. Hebraisiert, ausgestreute, ausgebreitete Schatten. Das ist das, was dich einhüllt. Und da lebst du sofort in der Einseitigkeit. Also jede Aufregung, wo du hast, weil irgendwas nicht so ist, wie du es haben willst, erschaffst du. Brauchst du diese absolute Gleichgültigkeit. Da wirst du feststellen, da grätscht dir dann immer wieder, was ich nenne, der Zweite, dein Intellekt dazwischen. Der dich aufräumt, der Ärger in dir aufwirft, der Ängste in dir aufwirft, Zukunftsängste in dir aufwirft. Zukunftsängste. Für was sorgst du dich eigentlich? Ich sage, sorge dich nicht um morgen. Ganz, ganz einfach. Fang an, das zu lieben, was du bisher bekämpft hast. Das sind Puzzlestücke, die du für deinen eigenen Heiligungsprozess benötigst. Indem du das einfach akzeptierst, geschehen lässt. Das ist das Wort, dein Wille geschehe. Und jetzt kommt es dann, wenn du vom roten Ich dich löst, von diesem einen blauen Ich, all die blauen Ich, diese Konstruktprogramme dir zu eigen machst, dann wirst du zu dem JCH, zu dem JCH. Dann sagst du, ich nehme alle Schuld. Genau. Wer hat gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Ich denke es mir doch aus. Nein. Dann verlässt du auch jegliche Form von einseitigen Glaubenssystemen, jegliche Form von Religion lässt du dann hinter dir. Du wirst sozusagen zu einem Heiden und dann, das macht dann Heiden Spaß. Ohne, dass du deswegen, ich sag, gottlos wirst, sondern im Gegenteil. Du hörst auf, an einen ausgedachten Gott zu glauben, weil du begreifst, ich bin ja selbst rot geschrieben, viel mehr Gottschöpfer, wie irgendwas ausgedacht ist. Ja. Weil ich bestimme doch, wie das ist, was ich mir ausdenke. Es ist übrigens schon die ganze Zeit so. Absolut. Alles, was du denkst, wird immer so sein, wie du es denkst. Ja. Selbst die Welt, in der du dich befindest, ist genauso, wie du sie dir ausdenkst. Aber ist es wirklich deine Meinung, deine Erfahrung oder ist es nur etwas Nachgeplappertes, vom Hörensagen gekanntes, das du in deinem Kopf rein aufgrund deines Glaubens verwirklichst? Zum Beispiel ein Erdkugel, dein eigener Tod in der Zukunft, deine angebliche Geburt in der Vergangenheit, das sind doch nur Vorstellungen, Verwirklichungen, die du mit deinem Glauben verwirklichst. Genau. Ja.
Da wird dir klar, das kannst du den Figuren in deinem Traum nicht erzählen. Die wollen das gar nicht wissen. Meine Adresse. Seit ich in dir aufgetaucht bin, natürlich immer hier und jetzt, wenn du in deinem Buch zurückblätterst, habe ich dir nichts anderes erzählt. Je nach Reife hast du resoniert oder nicht resoniert. Was die Reife nicht hat, kriegt mich sowieso nicht mit. Dass ich immer wieder sage, da muss keine Geheimnisse geben. Der größte Fehler ist Geheimnisse für irgendwas. Es gibt ein Geheimnis, das sich trägt durch die Reife des Geistes, der damit konfrontiert wird. Ich kann jetzt ohne weiteres irgendwelchen Idioten den Bauplan einer Atombombe geben. Die können eh nichts damit anfangen, weil sie Idioten sind. Nein. Also das schützt sich, das kann man veröffentlichen, das schützt sich von selbst. Das wird ja noch veröffentlichen. Das ist ja immer schon die ganze Naturwissenschaft, der erste große Fehler entheiligender Worte ist, weil sie das Wort Atom nicht verstehen. Die haben einfach den Schluss gemacht. Die können nicht aufhören mit dem Denken, mit dem Urknall, was war vorher? Aus was besteht das? Das heißt, das Unteilbare. Das ist das Atom, diese Radix ATM haben wir das erste Mal an der Stelle, beziehungsweise das zweite Mal, wenn man in die Dora schaut, in Bezug auf Adam. Dieser Seger wie Nekaba, Denker und Ausgedacht ist. Diese beiden sind ATM, die sind eins, die sind vollkommen. Ja. Das ist das Unteilbare. Du kannst den Denker und das Ausgedachte nicht trennen. Okay. Wobei es wichtig ist, dass der Denker und das Ausgedachte schon eine Gedankenwelt ist. Genau. Der Denker symbolisiert das immer Gleichbleibende. Ja. Das Ausgedachte ist die flackernde Information, die er mitkriegt. Wobei jetzt dieser ausgedachte Denker eigentlich bloß eine Grundwelle für Oberwellen ist. Weil man jetzt wieder fragt, wer denkt sich den aus? Dann kommst du in die Tiefe. Genau. Den Abyssus nennen. Ja. Genau. Ja, so einfach ist es. Ist wirklich so einfach. Ja. Das ist die Sätze, was mir jetzt, was ich tausendmal wiederholt habe, natürlich immer im Jetzt. Dir wird jetzt nichts anderes überbleiben. Da kriegst du eine Phase, wo ich dir gleich sage, wenn du das hörst, jetzt Selbstgespräche, obwohl das oberflächlich betrachtet immer das Gleiche zu sein scheint, ist es nicht. Wirst du dir das öfter lieber immer wieder anhören, bevor du dann irgendwann einmal, wenn du gecheckt hast, dir irgendwelche andere Videos anhörst? Ja. Über Physik, über Theologie, wie ich sage, du musst nach einer Minute weg, weil du es nicht mehr ertragen kannst. Was natürlich auch schon wieder ein blinder Arschloch hat. Ja, richtig. Wenn du da einverstanden sein. Nein, es langweilt dich einfach. Du willst dir das nicht mehr antun. Weißt du, wenn ich bei den ersten Sätzen schon merke, der rezitiert einfach bloß wieder eine Vorstellungswelt, mit der ich eigentlich nichts mehr zu tun haben will. Jetzt ist aber schon wieder die Frage, wenn ich damit nichts mehr zu tun habe, will ich was Neues. Ja. Krieg nichts Neues, solange ich ihr blindes Arschloch bin. Ja. Es war definitiv eine Aussage, wo ich sage, du darfst selbstverständlich zu etwas Nein sagen, aber du musst dich immer fragen, warum sage ich jetzt Nein dazu? Weil ich es einfach durchschaut habe. Genau. Dann kann ich Nein sagen. Wenn du zu was Nein sagst, weißt du dich noch darüber aufregst, wird sich auch, wenn du Nein sagst, wird sich das immer wieder wiederholen. Es muss verstanden sein. Ja. Im normalen Leben mit einem Lebenspartner, mit politischen Zuständen, Evolution, Revolution, Evolution, Revolution. Es hat noch nie was verändert. Es verschiebt sich bloß in komplexere Ebenen. Jetzt zum Beispiel hier, dass man Professoren niederpfeift an Universitäten, weil sie ihre Meinung sagen wollen. Nichts Neues. Weil man ja in der Vergangenheit eigentlich gelernt hat, weil man mit dem rechtsradikalen Zeug nichts zu tun haben will. Ja. Weil ich dann immer in Bezug auf den Duke ist, dass der überhaupt nichts mit rechtsradikal zu tun hat, wenn man das mal wirklich nicht nur die Medien, die Massenmedien nachplappert, die das ja in einem gewissen Maß sogar gutheißen und rechtfertigen. Aber dass jetzt in der Geschichte, wenn du in die Geschichtsbücher gehst, die nationalsozialistischen Studenten an den Hochschulen genauso die jüdischen Professoren niedergepfiffen haben, die dann das Land verlassen haben. Genau. Es ist nur, du wirst immer nur mit dem eigenen Spiegelbild konfrontiert. Von Weisheit, von Wissen ist da keine Spur, wenn du Rechthaber hast. Und wenn ich aber doch merke, dass das geistlose Maschinen sind, die ein Virus drin haben, die einfach ständig wiederholen, dann muss ich das Programmblatt machen. Oder ich lösche die einfach von meiner Festplatte. Aber löschen geht ja nicht, sondern du schmeißt sie in die Einheit zurück. Kiste schließen, alles zusammenfassen. Das geht meine, wie wenn ich jetzt an irgendwelche hungernde Negerkinder denken, du. Es ist, die existieren nur, wenn du sie denkst und wenn du dann denkst, dass die hungern, dann hungern die. Ob die jetzt in deinem Kopf hungern können, ist eine andere Frage. Am besten geht es ihnen, wenn du sie nicht denkst. Hat der Bezi übrigens jetzt am Stammtisch eine schöne Geschichte ausgekramt mit Bayer,
mit Aspirin, die haben jetzt die Lieferungen eingestellt nach Afrika. Hast du schon gelesen in der Zeitung? Nein. Weil sich herausgestellt haben, dass man die Tabletten nicht auf nüchtern Magen nehmen darf. Danke. Ja, okay. Ja, typischer Betty-Witz. Böse. Die Fähigkeit, über alles und jeden zu lachen, ohne sich über irgendetwas hämisch lustig zu machen. Ja, genau. Die Qualität entscheidet der, der sich das jetzt denkt, der lacht. Ja. Du kannst auch aus einer Arroganz über den Witz lachen, weil du besser was Besseres meinst und du meinst, das ist immer wieder, wo ich sage, jetzt mit Flüchtlingen. Du wirst vom Mutter nicht hören, ob das richtig oder verkehrt ist, weil die Lösungen liegen wo ganz woanders, ganz auf einer höheren Ebene. Ja. Die Lösungen bestehen, dass du nicht mehr fragst, ob das richtig oder verkehrt ist, weil das Kategorie 2 ist, sondern du gehst in die Kategorie 3. Wo befindet sich dieses Problem jetzt eigentlich? Hier und jetzt in meinem Kopf. Warum? Weil ich das denke und weil ich zu lernen habe, mit alles, egal was in mir auftaucht, einverstanden zu sein. Mit denen, die die Flüchtlinge absaufen lassen, genauso wie die, die sie rausziehen. Das sind die zwei Seiten. Solange ich noch mit einer Seite sympathisiere. Und dann immer an den schönen Satz, das, was du anderen tust, tust du letzten Endes dir selbst. Im Positiven wie im Negativen. Das Problem stellst du nur ab, wenn du mittig warst. Ja. Dann kommst du in die rote Glückseligkeit. Ja. Und dein Mechanismus ist halt sehr hartnäckig. Rein jetzt dieses Wissen, wie ich immer sage, auf dem Computer zu haben, im Download-Ordner. Das ist, dann hast du es begriffen. Das Begreifen, dann bist du noch im Hamsterlaufrad, im Reifen, es wird sich immer noch wiederholen, es ist nicht installiert. Ja. Du musst es auch installieren. Wenn das dann installiert ist, erst dann wirkt es. Und dann kriegst du wirklich diese stoische Gleichgültigkeit. Ja. Und du bist der Erste, der es mitkriegt, wenn es installiert ist. Wow. Du bist auch der Erste, der ständig feststellt, dass es noch nicht installiert ist, obwohl du das rein intellektuell eigentlich schon als richtig ansiehst. Ich sage jetzt mal, richtig ist schon wieder, merkst du, da zuckst du schon wieder zusammen. Als vollkommen ansiehst, dieses Wissen. Das Wissen, Holofeeling, ist vollkommen, allumfassend. Aber nicht ich kann das Installieren ja auch nicht beschleunigen. Das ist so komplex, das ist so fein gewebt alles. Ja, das ist wird immer klarer und diese Art von Erkenntnis hat nichts mehr zu tun mit denkbaren intellektuellen Wissen. Genau. Das ist das rot geschriebene Verstehen, das absolute Verstehen. Wir können das auch Liebe nennen, rot geschrieben. Es hat nichts mehr mit der blauen, selektiven Liebe zu tun und auch nichts mehr mit dem Trennen, mit dem Hassen. Alles, was ich mir ausdenke, ist unter dem Baum mit mir verbunden. Alles, was ich sinnlich wahrnehme, sind meine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Das ist hundertprozentig sicher. Gilt selbst für die materialistische Logik, wie ich das immer nenne. Und jetzt ist es eigentlich ein großes Aha-Erlebnis, wenn du das jetzt mit dem Bröseln auf der Bröselebene mit als Figur in einem Traum mit den anderen Figuren besprichst, dass du feststellst, dass die nicht resonieren. Dass da überhaupt kein Interesse ist, dass denen ihr Rechthaberei viel wichtiger ist. Und dann wird die immer mehr bewusst, dass es einfach nur geistlose Existenzen sind, vergängliche Schatten an der Wand. Ja. Obwohl sie durchaus sehr, sehr geistreiche Sachen äußern, aber sie äußern das wie ein Papagei. Das ist jetzt diese Besonderheit. Da wird es jetzt wirklich fein und komplex. Erinner dich, wenn ich immer sage, du kannst einer Katze nicht beibringen, dass sie einen Stecken holt. Das kannst du einem Hund beibringen. Du kannst den Hund aber nicht beibringen, dass er spricht. Das kannst du einem Papagei beibringen. Du wirst aber nie schaffen, wenn er spricht, dass du ihm beibringst, was das bedeutet, was er spricht. Das schaffst du nicht einmal beim Trockennasenaffen. Ja. Das kannst du nur Geist beibringen. Ja. Aber der Geist in deinem Traum bist du. Da ist nur ein Geist, das bist du. Also, du musst dir selbst beibringen. Erst wenn du dieser Geist geworden bist, hast du in deinem Traum Geistesfunk einige. Ja. Die stecken aber hier rudimentär, so wie der eigentliche Lebenskeim in einer Frucht steckt, stecken die in diesen Personas, die in dir auftauchen. Da ist jetzt die Frage zu analysieren, ist da schon so ein Lebenskeim drin oder ist es mehr oder weniger bloß eine
impotente Hülle. Nein. Das zeigt dir Neugier. Du konfrontierst die Figuren und du schaust, wie sie darauf reagieren. Und wenn sie neugierig sind, ist ein Hauch von Geist da. Und wenn sie nur einseitig rechthaberisch sind, kannst du sie abhauen. Egal, ob das Geschwister, ob das Bruder, ob das Eltern, die Hausgenossen sind, egal wer es ist, hack sie ganz einfach ab. Wir sind vergängliche Figuren in einem Traum. Du kannst dann nur wieder merken, wie hartnäckig dann dieser Glaube ist. Meine Mutter ohne mich, ohne die wird es mich ja nicht gehen. Mein Vater ohne den. Du musst immer rot und blau lesen. Ich werde selbstverständlich ohne deinen Vater nicht geben, aber das ist der rote Vater. Mhm. Geben ist Geist ist eben. Und daraus bist du entsprungen als Gedanken, der ja sehr komplex ist mit extrem vielen Oberwellen. Kann man alles wunderschön darstellen. Ich könnte das so unendlich viel erzählen, wenn ich, ob wir den Spiegel machen, aber es nützt nichts, bevor das nicht wirklich sitzt und dann wird es in dir auftauchen. Wenn du das einmal abgeschlossen hast, erst wenn du sprechen kannst, kann ich dir Lesen und Schreiben beibringen, das ist dasselbe Prinzip. Erst wenn diese einfachen Sätze wirklich installiert sind in dir, dass die auch wirken, dass du wirklich keine Angst mehr hast, wenn du jetzt irgendwas hörst von einer Rente, kriege ich meine Rente noch. Da schwingt ja immer mit, ich bin dieser Körper. Ich will möglichst lange überleben. Ja. Er wird dir vollkommen gleichgültig. Dein Körper ist ein Gedanke wie jeder andere Gedanke, auch wie wenn ein Vogel vorbeifliegt. Dann denkst du nicht, wenn du jetzt schaust, denkst du nicht an deinen Körper. Nein. Dann ist es dir nicht. Der Vogel taucht auf und ist wieder weg. Das Auto taucht auf und ist wieder weg. Jetzt kannst du immer wieder nur bewusst machen, wie du immer wieder dann in die Vergangenheit und das ist ja auch dann da außen, wenn ich nicht dran denke. Das ist, du hast das installiert, wenn du das vollkommen überwunden hast, dann kannst du dir natürlich immer noch deine Gedanken nicht rum in Raum und Zeit verschieben. Ja, du machst es jeden Moment absolut bewusst. Du weißt, dass es nur ist, weil du es jetzt denkst. Ganz genau. Ganz genau. Dann kannst du all die kranken und hungernden Menschen heilen in deiner Welt, indem du sie einfach nicht mehr denkst. Du machst sie nicht heil, wenn du sie dir gesund denkst. Nein. Dann sind sie immer noch einseitig. Du machst sie nicht satt, wenn du sie dir satt denkst, dann sind sie immer hungrig. Du bist immer noch, du hampelst immer noch von einem Bein auf. Ja. Du machst sie heil und gesund und satt, wirklich rot geschrieben satt, wenn du sie nicht denkst. Genau. Da beginnst du jetzt das einmal bei dir, dass du begreifst, du bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Darum geht es dir ja so gut, zumindest wenn du ich bist. Wenn ich mich dann denke, dann bin ich so, wie ich mich denke. Das ist eine Rolle. Dass ich was erleben kann. Die wirklichen Geheimnisse sind nicht die großen aufgeblasenen im Lichterscheinwerfer, wie man sagt, die Stars. Das sind nur kleine Bündchen auf dem Monitor. Das wirkliche Licht ist niemals ein ausgedachtes Licht. Ein ausgedachter Stern ist keine Lichtwelle. Das ist nur einfach mal verstehen, wenn ich ja vor April auf habe. Oder mit der Dia-Projektor einfacher. Die Sonne in einem Film, im Kino auf der Leinwand beleuchtet nicht die Landschaft, die du siehst. Das bist du, der sich ausdenkt. Das ist die Energie. Dann wiederholen wir das immer wieder, bis sich das bei dir installiert hat. Du weißt, wenn ich mich einmal festgezeckt habe. Sehr gut. Der große Fischer, der Menschenfischer, macht dich müde. Leine geben, wieder rausschwimmen lassen in die Welt, dann wieder ranholen, dann wieder rausschwimmen lassen, bis du müde bist. Richtig. Ja, das ist so. So ist das Leben. Ja, ja. Jeder hat sein eigenes. Die eigenen Probleme. So wie es ist. Alles programmbedingt. Ist ja alles nur Programm. Das soll man durchschauen. Das Schöne ist ja natürlich, wenn man sich aufzoomt, kann man ja nicht nur sein Programm durchschauen, weil die Menschen, die Programme, die du dir ausdenkst, sind ja Unterprogramme von dir selbst. Das kommt noch dazu. Das ist auch in einem gewissen Maß schon wieder Spiegeltunnel-Effekt. Ja. Immer an die Kiste denken. Was denken die von mir? Was ist der, wo du dich jetzt fragst, was denkt der dann von mir? Richtig, wenn der von Programmen springt, das ist so. Gott. Der wird das denken, was du denkst. Also du denkst, ich weiß ja nicht, was der sich denkt.
Darum ist es so wichtig, wenn ich sage, es ist wie wenn du an eine Kiste denkst und die ist jetzt bewusst, ich denke mir jetzt eine Kiste und du sagst, ich weiß auch nicht, was in der drin ist. In der ist nichts drin, wenn du dir nichts reindenkst. Genau. Das ist auch so eine schöne Schizophrenie, dann zu sagen, ich weiß ja nicht, was in der Kiste drin ist. Aber du wirst jetzt feststellen, damit ist ja zwangsläufig verbunden, dass du glaubst, dass was drin ist. Du weißt es bloß nicht. Ja. Das ist die Falle. Eigentlich ist ja jeder Gedanke eine Kiste, oder? Jeder Gedanke, der Selbstverständlich, der Chat. Wenn du jetzt aus die Augen schaust in dein Zimmer, dann ist die Kiste in einem gewissen Maß, das ist einmal das Zimmer, in dem du dich befindest. Mein Küchenbeispiel. Das Bild ist nicht die Kiste. Ja, das ist das, das ist auch noch vom Chat-Denken. Jeder Gedanke, der im Laufe ist, eigentlich. Was interpretierst das ist, du da? Ich glaube, das ist sagen, wenn du der Hell, wie oft bin ich jetzt auf das Wort Hell eingegangen, ganz kurz. Ja, es war jetzt die ganze Zeit Hell. War es jetzt die ganze Zeit Hell? Dann wird deine Logik sagen, selbstverständlich, sonst hätte ich doch nichts gesehen. Mhm. Also ich mache mal die Augen zu, dann wird es finster, ist dann hell. Also das kann es nicht sein. Und die Kleinigkeiten in den Worten, wenn ich immer Wittgenstein jetzt, den wir uns jetzt ausdenken, der große Sprachphilosoph, der nicht auf ein allereinziges Wort in der Etymologie eingeht, aber meint, er hat das Geheimnis der Sprache geklärt. Ja. Du meinst, das sind Idioten und jeder, der jetzt Philosophie studiert, plappert wieder nur nach, was die Lehrer gesagt haben. Ja, selber Ontologie, denkt, genau so, ne? Der Ontologie, wo es um das Sein geht und keiner schaut auf, was ist Sein und was ist Existenz. Ja, das wird schon, muss ich jetzt vielleicht widersprechen, ich kann da schon viele Bringer, auch Esos, die hier durchaus beschreiben, dass das eigentliche Ich, das übereinsteht, nicht denkbar ist. Ja, es ist aber rezitiert, weil du in den ganzen Gusto des Menschen in dem Charakter feststellst, dass er das offensichtlich nicht für voll nimmt. Ja. Und jetzt kommt dann, unter einem ist Figuren, können eh nichts verstehen. Ja. Keiner, den du dir ausdenkst, kann jemals irgendwas verstanden haben. Ja. Ist der Udo als ausgedachte Figur keine Ausnahme. Ihr wisst, wenn ich immer sage, alle, die reden, die wissen nicht und die, die wissen, die reden nicht. Ja. Udo redet in einem Fort, darum kann der gar nichts wissen. Hat aber auch nie behauptet, das ist der Einzige, der das immer sagt. Ja. Ich weiß, ich rede nicht. Ich lasse den Udo, den ich mir ausdenke, für mich reden. Genau. Ich weiß halt, wenn man das versteht. Ja. Aber wer denkt sich jetzt den Udo aus? Noch größere Weisheit. Ja. Wenn jetzt da in deinem Kopf du ich gehört hast, dass du ich gesagt hast, das ist das rote Ich. Genau. Weil das ist hundertprozentig sicher, dass du dir jetzt den Udo ausdenkst. Da muss man jedes Mal sagen, dass ich solche erklärst, den, der sich jetzt uns Brösel ausdenkt, den Udo ausdenkt, der mich uns jetzt sprechen hört. Das sind nur Informationen in deinem roten Kopf. Ja. Auch der, der jetzt vom Computer sitzt, den denkst du dir genauso aus. Mit dem du dich immer noch verwechselst, mit einer Hartnäckigkeit, den du glücklich machen willst. Du willst deinen Gedanken von dir glücklich machen. Lass das auf dich wirken. Du bist ständig damit beschäftigt, einen Gedanken von dir glücklich zu machen und möglichst lange am Leben zu halten, was nie gelingen wird. Ja. Versuch doch einmal, den glücklich zu machen, der sich das alles ausdenkt. Was ist dazu nötig? Eine sehr geistreiche Frage. Ja. Eigentlich gar nichts. Der ist es schon, der hat es bloß vergessen. Ja. Weil du bist in der roten Glückseligkeit, wenn du weißt, wer du bist. Darum erkläre ich dir, wer du bist, was du bist, gesprochen, wie du funktionierst. Nur weil du in dir der Glaube noch ist, dass du eben noch nicht absolut glücklich bist. Weil ja so viele Sachen, die du noch haben möchtest, aber das ist so Bibifax, wieder abhängig, auf welcher Seite in deinem Buch bist du. Die Wünsche eines 6-Jährigen sind ganz andere Wünsche wie die eines 80-Jährigen oder eines 40-Jährigen, 18-Jährigen oder eines 40-Jährigen. Programmabhängig, reifeabhängig. Wenn man das mal ganz wertfrei neutral auf sich wirken lässt, merkt man eigentlich, in was für einen Wahn man sich hineinkategorisiert hat. Ja. Schon verrückt, ne? Ja. Gut hier. Also. Vor allem sich etwas auszudenken, das dann zu interpretieren, sich über seine eigene Interpretation aufzuregen und nicht mehr haben zu wollen. Und das Ganze hängt sich dann in dieser Schleife auf. Das ist voll interessant, wenn man das wirklich einmal komplett
geistig beobachtet, gigantisch. Ach, das sieht doch niemand hier. Ja, mich geistig interessiert das sehr wohl. Muss nur eine wenn ich nicht erkenne, wie mein eigenes Programm funktioniert, brauche ich doch mich mit anderen Programmen oder Kisten oder was auch immer überhaupt nicht auseinandersetzen. Das ist ja die Farce. Magst du aber doch laufen, du setzt dich doch jetzt im Moment, setzt dich doch mit anderen Kisten auseinander. Ja, da ist die Kiste, die vom Computer sitzt und dann Kisten, die du dir denkst, die symbolisiert werden durch diese Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Ja. Das ist ja die Deba, darum haben wir unsere Deba. Die Deba, das geschriebene Wort, die kleine Kiste. Die Arche Noah, in dem dann immer jeder Art zwei Bärchen, lauter verschiedene Bärchen auftauchen. Das ist so unendlich tief. Die wirkliche Wahrheit liegt in den Heiligen Schriften. Auch in den Physikbüchern. Immer daran denke ich auch, die Heiligen Schriften einer Religion sind, wo die Satzungen festgehalten werden. Im Koran, das ist die Satzungen mehr oder weniger für den Islam, das Alte Testament und die ganzen Schriften der Tanach, der Juden, dann das Neue Testament, der Christen, dann die Physik- und die Chemiebücher sind die symbolischen Märchengeschichten der Naturwissenschaftler, der Atheisten, was ja auch eine Religion ist, die sich alle festmachen an ihren Satzungen, an ihren Schriften. Aber keiner versteht die Symbolik dieser Bilder, die in allen Schriften gleich ist. Da gibt es einen Konsens, das ist die Vatersprache. Dieses Umsetzen, da kann ich tausendmal sagen, ich sage immer wieder die Versuche, wo ich gemacht habe mit Leuten, wenn ich jetzt zum Beispiel Kreiszahl Pi, Eulersche Konstante, Feinstrukturkonstante, wo die im Tanach stehen, wie man die berechnet. Da müsste normal, wenn ein Hauch von Geist ist, wenn ich Physik studiert habe, müsste ich auf der Stelle Schnappatmung kriegen. Die reagieren überhaupt nicht. Das ist ihnen zu viel. Die merken gar nicht, was ich ihnen sage. Dann hake ich die sofort ab. Es gibt keinen im klassischen Wort Zufall in deiner Welt. Es gibt das, was dir zufällt und es hat eine reine arithmetische Grundlage. So wie egal, was ein Computer macht, es schreibt, er macht das, was das Programm ihm vorschreibt. Ja. Wieder so ein ewiges Wiederholen von mir. Egal, ob du in den Computer ein Update aufspielst oder einen Virus. Es ist eine Programmveränderung und es wird irgendwas verändern an der Funktion des Computers. Ja. Und diesbezüglich ist immer alles perfekt. Mein berühmtes, wenn bei dir am Fernseher die Sicherung durchbringt, geht der Fernseher nicht mehr. Das ist perfekt. Es wäre falsch, wenn er noch weiterlaufen würde und die Sicherung ist kaputt. Ja. Wenn das und das in deiner Körpermaschine ausfällt, übrigens immer wieder mit einem Selbstheilungsprozess, da muss ich das dann mal definieren, ist es wirklich ein Defekt, wenn ich jetzt meinetwegen beim Sport mir ein Bein breche, ist ein anderer Fehler, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Krebs oder Prostatavergrößerung habe. Da läuft nichts verkehrt. Es läuft nichts verkehrt, wenn du graue Haare kriegst, wenn du Falten kriegst, wenn du was auch immer, Arthrose oder Ischias kriegst, wo du leidest zur Zeit, die Figur, denke ich mir, leidet an Ischias. Der schmunzelt, ich habe so viel Freude dabei. Das ist, weil ich nämlich hier letztendlich ein Masochist bin. Ich habe einfach schalte mein Masochistenprogramm ein. Verstehe. Dann ist das alles ganz, ganz toll. Du musst die Programme verändern. Du kannst deine Programme ständig anpassen. Dein Wert ist es. Wenn in dir Rechtsradikaler auftaucht, schalte ein rechtsradikalen Programm ein, dann ist das vollkommen in Ordnung, was der sagt. Taucht ein Linksradikaler aus, schaltest du dein linksradikalen Programm ein. Und dann ist es vollkommen logisch, was der sagt. Schwierig ist, wenn du immer genau ein Programm laufen hast, das im Widerspruch zu einem anderen Programm steht. Dann reibt sich das und dann hast du Probleme. Geht wieder los, das ganze Theater. Du hast doch die Freiheit, du kannst es doch verändern. Die Figuren in einem Traum können es nicht. Es sollte auch nicht dein Bestreben sein, diese Figuren zu verändern. Wenn ich einen Roman lese, habe ich nicht das Bestreben, die Charaktere in den Roman verändern zu wollen. Ich lasse die Geschichte auf mich wirken. Wenn ich einen Roman schreibe, dann erschaffe ich diese Charaktere als Autor, als Zeichnerwecker. Aber ist nicht eigentlich der Autor der Leser? Weil der hat sich das Ding doch auch ausgedacht. Wenn der natürlich jetzt den Fehler macht, dass er ein Buch in die Hand nimmt, das in ihm auftaucht, wenn er träumt, und er denkt sich, das hat er der und der geschrieben. Wer bestimmt es, dass der und der in Vergangenheit das Buch geschrieben hat? Doch der sich das Buch ausdenkt, das er in die Hand nimmt.
Das ist jetzt die Falle, wo du wieder in dem Zirkel drin steckst, ja, dass du letztendlich irgendwann einmal ich werden musst, indem du sagst, ich nehme mir die Schuld auf mich. Ich habe es gemacht. Sonst wäre es doch nicht da, wenn ich es nicht denken würde. Mhm. Existieren hungernde Ehekinder? Existiert ein heliozentrisches Weltbild, wenn ich es nicht denke? Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt nochmal zum Nachtrag. Bring mir in deiner Traumwelt einen einzigen Menschen, der wirklich weiß, was 100% sicher heißt. Es ist schon traurig, eine Welt, wo ich mir hochgebildete Professoren ausdenke, wo 99% von dem, was die glauben, was hundertprozentig sicher bewiesen ist, Geschwätz vom Zweiten, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Es sind Wahnsinnige. Und das hast du zu erkennen, darum sind die da, das sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Du, derjenige, der sich die ausdenkt, darum sorge ich dafür, dass du die träumst. Bis zum Erbrechen, bis du das erkennst. Bis du sagst mir, Kolber, ich nehme ja die Schuld auf mich. Dann beginne ich mit dem Heilungsprozess. Keine Sekunde früher. Natürlich immer jetzt. Ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Psalm 19, Vers 4. Genau. Die Geburt in Eröffnung. Ständiges Shin und He. Die Jahre sind das Wiederholen und das Lernen in dem Wort. Die 1000 sind das Elef. Das Ende von Aleph. Das ist unser erster Ton und der letzte Ton in unseren 4 Oktaven. Ja. Das arithmetische Programm im Hintergrund kennt. Ja. So, 11 Uhr 11. Ich muss essen gehen. Es war jetzt wieder genug, jetzt schauen wir mal, ob das was wann ist und nachher können wir ja, eventuell kann man das ja nochmal wiederholen, wenn man will. Ja, aber ich habe fast 5 Minuten Geschwätz von uns noch drauf, aber das macht mir nichts, kein Geschwätz. Ja, das ist doch von uns. Redo, du unbewusster Mensch. Geplappere im Kopf dessen, der uns ausdenkt. Mehr ist es nicht. Alles. Komm. Wer plappert denn, wenn du dir Video anschaust? Wer plappert denn da? Der Lautsprecher da außen? Es ist dein eigener Geist, der plappert in deinem roten Kopf. Immer. Egal wer, als wer du sprichst. Das sind nur Facetten von dir selber. Unbewusste Facetten. Erleben du das bloß als Bewusstsein. Okay, ich spiele mir noch eine Runde lieben. Danke. Ciao. Danke. Tschüss. So. Oh, ihr beiden. Ciao, du Liebe. Oh. Ja. Ciao. Du bist immer noch in Wien? Bitte? Du bist immer noch im Dateiprogramm in Wien? Ja. Ich dachte, du bist schon zum Reden. Die haben sie schon zusammengekoppelt in eine Datei. Nein. Auf dem Diana-Film ist es so, die Diana muss ja noch das mit der Firma erledigen. Das geht ja noch bis Ende des Jahres. Ach so, okay. Und dann wird die Firma wird ja jetzt runtergefahren, muss das ganze handelsrechtliche, steuerrechtliche ordnungsgemäß abgeschlossen werden. Das kannst du nicht von heute auf morgen machen, weil es das ganze Jahr betrifft, weißt? Und das macht sie jetzt. Und ich habe auch gesagt, weißt du, ich möchte jetzt auch gar nicht logisch irgendetwas beschleunigen, sondern schaue jetzt einmal, wie sich das weiterentwickelt. Und da ist jetzt einmal dieser Part, der gehört ordnungsgemäß, abgeschlossen. Und wenn das abgeschlossen ist, dann kann das andere quasi sich weiterentwickeln. Also jetzt Reto und dann, ich muss ja dann auch die Wohnung kündigen, da habe ich auch 3 Monate Kündigungsfrist und, das... Also rein raumzeitliche Struktur und Punkt. So ist es. Und das ist für mich dann auch dieses, weißt du, eben dieses ins Vertrauen gehen und sagen, okay, wer will es denn jetzt beschleunigen, ja? Das habe ich genau. Ich sitze hier, ich habe so ein Vertrauen, ich kann dir das sagen, das ist ja wirklich dieses kleine Ding, das du sagst, das ist gar nicht interessant, das ist ja der Satz, mich interessiert nicht, was du dir ausdenkst, sondern wirklich, dass du guckst, was da passiert und einfach nur guckst, wie es reagiert. Und das in sich das immer mehr reinsetzt, das finde ich gerade sowas von spannend. Und ja, dieses, dieses Vertrauen. Man muss natürlich als Rolle muss man natürlich schon noch gewisse Planungen tätigen, ja, weil das geht ja als Rolle nicht anders. Aber man setzt man legt sich nicht mehr auf diesen Plan so fest, sondern sagt, okay, jetzt machen wir mal grobe Planung, wie wir es immer so schön sagen, ne? Und dann schauen wir, was kommt. Und
Und ich versuche mich halt so gut ich kann, so aufmerksam geistig zu sein, dass ich sage, okay, es fließt ja eh, jetzt schauen wir, was kommt, und du merkst ja dann auch, in welche Richtung es eigentlich gehen könnte, sollte. Und dann kannst du das einfach in das, ja, und so ist das jetzt auch, ne? Und wie gesagt, und wann das jetzt dann, es wird ja wann, wird ja immer nur jetzt sein, aber jetzt rein bewusst raumzeitlich gedacht, dann nächstes Jahr, wenn er so wirklich will, dass dann die Diana-Figur halt zur Retro-Figur schmeißt. Ja, das steht dann im TikTok-Gedankenkonstrukt in unserem eigenen Geist. Und wie es dort dann, musst du dich überraschen lassen. Eben. Einfach. Aber das Wesentliche ist wirklich, weißt du, das, was ich so merke, ist wirklich so gigantisch wichtig, ist die Geduld. Wirklich nichts beschleunigen zu wollen, sondern einfach Geduld zu haben, es den Film auch laufen zu lassen. Es kommt eh gut, es kommt ja immer gut. Das ist ja das Perverse, es kommt immer gut. Nur wenn dann dieser depperte zweite wäre, der dir jedes Mal reinscheißt und immer wieder was besser wissen möchte oder zweifelt oder wieder herummeckert, ja? Ja, aber das ist ja beobachtet, das ist ja der Schwester, den beobachtet. Genau. Das ist ja das Spiel, das beobachten wir einfach. Ich finde es gerade köstlich, dass du beobachten uns jetzt hier so abläuft. So, wenn du doch jetzt in der Lösung so, dann ich habe das Gefühl, ich habe eine Ruhe in mir. Ich kann das sagen, das ist ein nicht so mit Worten zu beschreiben, Jana. Ja, das ist super. Das ist Chef drauf. Egal. Es ist jetzt nicht kein Größenwahnsinn, sondern das kommt mal anders her. Das muss man einfach mal so sagen. So, Schatzilein, ich gehe jetzt auch. Alles klar, du ganz lieb. Der Udo Stamm hat mir geschrieben wegen der Bücher. Ich arbeite jetzt noch schnell das Exob-Niso-Brexit durch, weil dem Magier habe ich jetzt ausgebessert, die ganzen Schreibfehler. Und ich habe mein Zeug fertig. Ich könnte es ihm jetzt raumzeitlich gedacht nächste Woche dann schicken. Er hat mir nur gesagt, du machst auch noch irgendetwas. Also nur, dass du weißt, ich mache meins bis nächste Woche fertig und alles andere macht sich dann aus. Was er dann, welche Bücher er dann halt angibt zum Drucken oder nicht oder wie auch immer. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich habe das schon in mir. Ja. Alles soweit. Und ich habe jetzt angefragt, muss ich gucken, meine Mail, ich gucke jetzt selten in die Mails, ob ich überhaupt was zusammenstelle, weiß ich nicht, weil ich habe wirklich das Gefühl, ich höre ganz viele Selbstgespräche, bearbeite sogar auch wieder welche. Und ich sage, das ist das Größte für mich, da setzt sich das immer mehr. Und was man so schreibt und so, alles gut und schön, aber es ist ein Spiel mit dir selber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was zusammenstelle, weißt du? Ich meine, er geht davon aus, von dem, was du schon gemacht hast, nicht ja, so. Ich weiß. Aber ja, ich weiß. Ich habe da noch ein, so, da ist es das Gut noch in mir. Und da habe ich angefragt, ob das jetzt eine Zeit hat, und er hat wahrscheinlich eine Zeit, so eine Woche, jetzt in unserem raumzeitigen Ding. Vielleicht nehme ich das dann nächstes Jahr in Angriff, wenn es mir auffällt. Keine Ahnung. Also ich denke mal kurz, ich frage mal rein, so, was für Impulse aus mir rauskommen. Ja. Alles klar. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Ja. So, have much fun. Guten Appetit. Dir selbst. Ja. Leben. Guten Appetit im Leben. Tschüss, Prinzess. Ciao. Tschüss. Ciao, Andrea. Ja. Tasi, gehst du essen, mein Süßer? Ich muss essen gehen. 20 nach, sonst kommt mein Vater. Ja, hab dich ganz viel lieb. Meldest dich. Der Edi hat mir noch den Bericht von mir, das Interview hat er mir geschrieben. Jetzt habe ich es noch korrigiert und zurückgeschickt ihm. Dann hat er geschrieben, jetzt so Spaß, was soll ich oben hinschreiben? Dann habe ich geschrieben, was oben? Jetzt hat er zurückgeschrieben, Red Oberhänsli, geboren am, Pünktchen, Pünktli, Beruf, Doppelpunkt, Goldhändler. Goldhändler! Mein Steuerberater schreibt das. Ja, das ist ein Goldhändler. Jetzt habe ich geschrieben, Reto, nur eine Gedankenwelle. Doch wer denkt sich den Reto aus? Da ist ein Denker, der sich den Reto ausdenkt. Und wer denkt sich den Denker aus? Der Geist, der immer ist. Ja, Beruf, ich würde den Beruf streichen, geboren so und so. Nein, das ist nur Witz. Das ist nur Witz. Oh, ach so. Okay. War nur Witz. Gut, Schatzi, ich muss dringend aufs Klo. Ja, also, bis später. Tschüss, mein Hase. Ciao.